whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. Kid is a new number one driver. Moin moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, ich wünsche euch auch ein schönes neues Jahr natürlich. 2. Januar haben wir schon, aber ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Und ja, auch broadcasting-technisch wird es dieses Jahr wieder einiges geben. Also das Programm ist schon wieder ordentlich gefüllt. Und ja, bin gespannt, was uns dieses Jahr so erwartet. Heute starten wir quasi den ersten Broadcast bei Racing League Esports in der Liga 1. Und ja, da sind wir noch mitten in der Saison tatsächlich. Also da sind wir jetzt beim 13. Rennen von 19. Also ja, 2/3 haben wir schon fast hinter uns gebracht. Und auf jeden Fall bleibt es da weiter spannend. Ganz vorne auf jeden Fall eine Gesamtwertung. Gucken wir uns natürlich gleich auch nochmal an. Heute sind wir, wie gesagt, beim 13. Rennen auf Suzuka unterwegs. Ihr seht es im Hintergrund schon, Qualifying hat begonnen. Das heißt, wir gehen mal auf die Strecke, schauen mal, wer so dabei ist. Ja, und wer wo ja, platziert ist in der Gesamtwertung natürlich und nachher auch im Rennen natürlich dann. So, einmal Licht an, bitte. Dankeschön. So, moin Axel. Axel. So lange nicht mehr gestreamt hier. Axel und der Jan auch dabei. Moin, moin. Schön, dass ihr auch mit von der Partie seid. Ja, ihr seht, es ist dunkel. Es wird ein Nachtrennen heute werden. Eine Stunde haben wir nachher hier auf dem Plan. Jetzt erstmal gesagt Qualifying. 16, 17 Minuten haben wir noch. Die ersten Zeiten dürften dann so langsam eintrudeln. Wir gehen mal ein bisschen hier durch. Nee, Silvester habe ich nicht vertragen, du. Ricardo Hillegeist, den haben wir hier mit der Nummer 1, der ist auch der Führende der Gesamtwertung, scheint auch hier wahrscheinlich die erste Zeit zu setzen. Ah ne, ist schon ungültig, also diese Runde wird es auch nichts. Er hier von GoFast Racing unterwegs im BMW. Max Olinger, der sich hier mal bemerkbar macht mit der Lichthupe, die Nummer 11 von Mosquito Motorsport mit der Nummer 11 unterwegs, genau, momentan auf der 6, aber wie gesagt noch keine Zeit gesetzt hier.
Dann haben wir Phil Bartel mit der Nummer 17. Der ist momentan ja auch noch auf einer gültigen Zeit auf jeden Fall. Gerade hier in den S's unterwegs. Sehr, sehr schwierige Passage. Kann man viel Zeit gewinnen oder verlieren. Jetzt geht es hier durch die Dunlop-Kurve hoch. Diese langgezogene links über den Berg. Hier mit seinem Lexus für Monkey Town Racing unterwegs. Monkey Town Racing dürfte heute wieder gut vertreten sein. Schauen wir mal, wie viele heute davon auf der Strecke sind. Moin Patrick. Ja, so viel Motorsport geht wieder los. Ne? Letzte Woche so war ein bisschen ruhiger. Der eine oder andere hat vielleicht mal zugeguckt, wie ich so über die Strecke gedümpelt bin, aber jetzt geht's wieder broadcasting-technisch auf jeden Fall weiter. Monza hab ich verdaut, ja. Wir sind ja vor ein paar Tagen bei Jimmy Broadband gefahren, Multiclass auf Zolder. Daniel erster geworden beim GT3, Tobi zweiter bei den GT3s und ich bin erster in der GT4 geworden, also das hat das alles wieder gut gemacht, war ein sehr, sehr erfolgreicher Abend auf jeden Fall. Gehen wir weiter zu Ben Utzer, den haben wir McLaren, RLE Racing Ducts mit der Nummer 23, noch nicht rausgefahren anscheinend, ein Tick Zeit ist ja noch, mal gucken, ob er noch rausfährt. Nick Husfeld, auch ein sehr, sehr spannender Pilot, ist Position 2 in der Gesamtwertung, sehr, sehr viele Siege geholt, ich glaube sogar die meisten, ja deutlich sogar, also fast immer gewonnen. Wenn er mitgefahren ist, schnellste Runde holt er auch ganz gerne mal. Und das ist auf jeden Fall der erste Verfolger, momentan noch Verfolger von Hillegeist. Schauen wir uns, wie gesagt, nachher mal an. Inzwischen haben wir zwei Streicher drin in der Wertung. Und jetzt ist er hier auf die 1 gegangen mit einer 2 Minuten 1,345. Wie gesagt, noch ist er der Verfolger. Wenn es so weitergeht, dann würde er Hillegeist irgendwann mal überholen im Laufe der Saison. Mal sehen, ob er dann die Meisterschaft auch nach Hause holen kann. Dann haben wir mit der Nummer 29 den Lukas, der ist im Honda unterwegs für CF Racing Team. Hat der schon eine Zeit gesetzt? Na, leider noch nicht. Noch haben wir hier erst 13 Piloten. 23 sind es offenbar heute insgesamt. Also noch einige nicht dabei. Aber die meisten da aus den Top 10 sind dabei. Ich glaube, einer nicht. Aber der fährt schon seit ein paar Rennen nicht mehr mit. Weiß nicht, ob der nochmal fährt. Gucken wir uns nachher mal an. Dann kommen wir zum nächsten Lukas, der Lukas Santa. Der ist im Audi unterwegs für CF Racing Team. Also hier der Teamkollege. Der hat schon eine Zeit gesetzt. Nämlich hier auf der 11. Position bewegt er sich. 1,5 Sekunden hat er Rückstand nach ganz vorne. Mal sehen, was noch geht. Eine Zehntel hat er jetzt gerade. Ist hier in der Hairpin. Auch eine spannende Stelle auf der Strecke. Da kann man sich leicht mal vertun. Und dann gibt es da den Stupser hinten links auf den Vordermann vielleicht mal. Und der dreht sich dann meistens hier weg. Moin Tobi. Moin Moin. Ja, Strecke auf Grün tatsächlich. Wie gesagt, wir sind hier 2 Uhr nachts. Das Rennen dürfte auch so um den Dreh starten. Irgendwann in der Nacht. Also wird heute eine etwas dunkle Angelegenheit. Ja, 14 Grad auch nur. Mal gucken, ob es nochmal auf schnell geht hier im Qualifying. Und wie es nachher im Rennen sich alles entwickelt. Thomas Weinzettel haben wir dann hier. Der ist auf der gesamt 9. Position. Endlich mal wieder dabei, muss man sagen. Die letzten 3 Rennen war er nicht am Start. Also hat er sicherlich das ein oder andere an Punkten liegen lassen müssen. Auch ein Tick nach unten gerutscht hier. Jetzt hier aber auf der 6 unterwegs. Also er kann es auf jeden Fall noch. 0,3 Sekunden. Also da vorne ist es doch relativ spannend. Jetzt keine super großen Abstände. Etwas größer haben wir zwischen 8 und 9 momentan. Und dann dahinter teilweise auch. Wobei 12, 13, 14 Red noch sehr dicht zusammen sind. Aber schauen wir mal. Jetzt hat Husfeld hier die neue schnellste Zeit gesetzt. Und wir gehen in die Nullerzeiten rein. 2 Minuten 0,767. Also damit hat er jetzt mal eine richtig gute Benchmark gesetzt hier. Stefan Kehling haben wir noch auf der 8. Auf dem 68er Auto Mosquito Motorsport. Hat auch schon eine Zeit gesetzt. Der Kehling auf der 13. Aber wir sehen, da ist noch einiges an Potenzial drin, 0,3, 0,4 Sekunden hat er im Delta. Damit wird er ein bisschen nach vorne kommen Richtung Top 10. Aber muss auch gucken, dass er hier möglichst keinen Verkehr hat. Davor dann nochmal 2 Autos, die auch auf einer gültigen Runde sind, zumindest im Moment. Chris Schneider haben wir in der 91 sitzen. Das ist hier der BMW M4 für Schneider Racing. Schneider haben wir mehrere dabei. Er hier ist auf der 4 und der Michael Schneider auf der 5. Ich weiß gar nicht, ob wir noch einen dabei hätten normalerweise. Auf jeden Fall 2 Schneider. Dürfen wir heute nicht verwechseln hier. Beide trennen gerade mal 7 Tausendstel zwischen der 4. und der 5. Position. Dann kommen wir zum Teamkollegen vom Gesamtführenden von Ricardo Hillegeist, nämlich Philipp Noack, Go Fast Racing mit der 99. Und er hier auf der 3. Position. An sich gut dabei, wenn wir Husfeld da oben mal wegrechnen, der da gerade ein bisschen in seiner eigenen Liga fährt. Wobei Lukas Finke auf der 2. auch sehr nah jetzt doch dran ist. 6 Zehntel im Delta. Husfeld nochmal eine Zehntel. 75 Tausendstel haben ihn da gefehlt, um nach ganz vorne zu kommen. Also wird es vielleicht auch nicht ein ganz so einsames Rennen da vorne.
So, dann haben wir Daniel Müller auf der 12. Position, die 169. Monkey Town Racing, sehr, sehr viele Porsche vom Team am Start hier in der Liga. Er hat sich gerade teleportet hier, hat offenbar ganz vorne die Box. 1,5 Sekunden fehlen da. Benedikt Alisch haben wir mit der 179, AKW bei Orange One Racing. Ja, im BMW M4, gerade auf der Stadtzielgeraden, bringt nochmal eine ganze halbe Sekunde mit. Sehr, sehr schön. Da geht's also nochmal ein gutes Stück nach vorne, zeitentechnisch auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob es auch positionstechnisch nach vorne geht. So ist es, 3 Positionen. Damit, ja, fehlen ihm zum Teil nur ein paar Hundertstel, um nochmal ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Also Platz 5 ist da auf jeden Fall mal drin hier. Eine ganze halbe Sekunde, ja. Oder eine halbe ganze, je nachdem. Dann haben wir Markus Pielberg, Monkey Town Racing, dürfte auch ein Porsche sein mit der 202. Auch er hat eine ganze halbe Sekunde im Delta auf der 17. Auch da wird er nochmal einen Tick nach vorne kommen. Mal sehen, ob er dann, ja, vielleicht durch Spoon, hier die 200R, dann kommt ja die Spoon-Kurve, nochmal was rausholen kann. Geht ja auch mal ganz schnell da an der Stelle. Philipp Witzmann, die 390 haben wir momentan auf der 5. Der ist auch im BMW unterwegs, auch für AKW. Hier am Start, ja, da schon eine etwas kleinere Lücke nach vorne. Jetzt hier in den S's, wo er sich gerade befindet. Konnte er noch nicht mehr rausholen als vorher. Aber die Runde ist ja noch relativ lang mit 2 Minuten. Ich glaube 5,7 Kilometer. 5,8 Kilometer ist die Strecke lang. André Kirch, den haben wir für Apollo Motorsport mit der 555. Der letzte momentan, der eine Zeit gesetzt hat. Hille Geist hat auch noch immer noch keine gesetzt. Also offenbar immer ungültig gewesen gerade. Ja, scheint da am Limit unterwegs zu sein. Ja, André Kirch jetzt hier schon im ersten Sektor auf jeden Fall ordentlich verloren. Da fehlt auch noch so ein bisschen was. Mal gucken, ob er nochmal eine gute Runde zusammenbekommt, dass er dann auch nochmal, ja, weiter vorne startet. Dann haben wir hier die Teamkollegin Dani Daniela mit der 596 im Aston Martin. Die hat schon eine Zeit gesetzt, ist also direkt vorm Teamkollegen. Anfahrt 130R, 0,6, 0,7 Sekunden im Delta. Da wird sie, ja, weiter den Anschluss finden ans Feld hier. Hat ja inzwischen auch mal ein paar Punkte holen können. Das hat ein bisschen gedauert und hier leider ein bisschen überschossen, die Schikane. Aber vielleicht geht es ja heute in die Punkte. Die ersten 15 Positionen können hier was mit nach Hause nehmen. Ja, 23 haben wir auch am Start. Also da gehen so ein paar heute leer aus. Aber ja, an sich nicht so schlechte Chancen vielleicht. So, zeitentechnisch fehlt da noch ein bisschen was. Wir gehen mal weiter zu Patrick Don Salas. Der ist im Aston Martin unterwegs für GoFast Racing. Also der dritte im Bunde neben den beiden BMW-Kollegen hier auf der 19. Bringt nochmal eine Zehntel mit. Das wird aber nicht deutlich nach vorne gehen hier. Robbt sich nochmal so ein bisschen ran hier. 2 Hundertstel an Markus Spielberg auf der 18. Einer gerade vom Server gegangen. Linz Live haben wir dann für die Affenbande in der 892. Wo hat der sich gerade denn das gemütlich gemacht? Auf der 14 im Moment, leider auf einer ungültigen. Moin, Tom. Ja, Tobi, ich fahre allgemein nicht so viel und Feste liegen sowieso nicht. Das schaffe ich zeitlich leider gar nicht. Ich verliere auch ganz schnell den Überblick. Ich bin ja froh, dass ich meine Broadcaster halbwegs hier auf die Reihe kriege und da noch keinen verschlafen habe. So, Michael Schneider fehlt uns auch noch. Der ist im Honda, auch für die Affenbande auf der 6. Also halbe Sekunde. Auch da fehlt zumindest mal bis Position 4 nicht so viel. Die ersten 3 so ein bisschen unter sich. Also Gründel hat sich inzwischen auf die 2. Position gesetzt. Lukas Finke damit jetzt auf der 3. 2000stel gerade mal. Aber Gründel, ja, der pfeift hier auf jeden Fall mal zum Angriff. Mit seinem Delta ist er zumindest in der Nähe. Vielleicht sogar unter der Bestzeit aktuell. Dann haben wir nochmal Monkey Town Racing, die 911, Kurt Hassel auf der 16. Position. Ja, ein bisschen weit rausgekommen hier. Und Alexander Gründel, den hatten wir gerade noch angesprochen. Der fehlt uns noch, Monkey Town Racing. Hier der nächste Porsche mit der 999, der jetzt auf die 3. zurückgefallen ist, weil Ricardo Hillegeist mit seiner ersten gezeiteten Runde mal ganz, ganz knapp an Hussfeld dran ist. Also die ersten beiden der Gesamtwertung momentan auch da vorne, in umgekehrter Reihenfolge allerdings, unterwegs. Dürfte entspannt werden. Entspannt sei schon. Spannend, wollte ich sagen. Aber Gründel hat sich nochmal davor geschoben. Ja, also unter 2 Minuten scheinen wir heute nicht zu kommen, aber Strecke auch nur auf grün. Also die 2-0er-Zeiten sind da, denke ich, schon ganz ordentlich. Ja, das sind sie alle. 22. Mal gucken, ob da eine nochmal wiederkommt, wer auch immer das gerade war. Busfeld, der müsste Porsche fahren hier. Vom Monkey Town. Und genau, Hillegeist ist im BMW unterwegs.
Ja, wie gesagt, wir haben inzwischen auch zwei Streichergebnisse eingerechnet. Das gucken wir uns gleich in der Startausstellung an, wenn wir dann die finale Reihenfolge fürs Rennen haben. Dann können wir mal ein bisschen gucken, wer da jetzt wem nochmal Punkte abknöpfen kann. Wie gesagt, einer, Chris Kaiser war das, glaube ich, der fährt schon seit ein paar Rennen nicht mehr mit. Der ist noch, glaube ich, auf der vierten Position in der Gesamtwertung. Der wird wahrscheinlich noch vom einen oder anderen geschnupft werden, wenn er nicht nochmal ja, mit dabei ist von der Partie hier. Aber sonst alle in den Top 10 auf jeden Fall, glaube ich, heute auch mit am Start. Gut, das kristallisiert sich natürlich mit der Zeit so ein bisschen raus. Vor allem die, die regelmäßig mitfahren, sind natürlich automatisch weiter vorne, weil sie halt Punkte holen. Aber wie gesagt, zwei Streicher kann man sich leisten. So, wir gucken mal. Pieberg, der Teamkollege hier von vielen, vielen anderen Porsche, auf der 18 mit 0,4 Sekunden. Ja, könnte sich den Kurt Hassel nochmal schnappen. Platz 16 ist dann doch schon nochmal ein Stückchen weg. Mal sehen, 5 Minuten hat er noch Zeit hier. Strecke immer noch auf grün. Also ist noch eine relativ rutschige Angelegenheit hier. 7. Wir sind jetzt beim 13. und 19 gibt es insgesamt. Also wir sind Mitte Februar fertig. Ich glaube am 20. Februar. Kann ja nochmal kurz nachschauen. Genau, 20. Februar. Jetzt haben wir mit heute quasi 4 Rennen hintereinander jeden Montag. Nächsten Montag haben wir dann Laguna Seca, danach Spa, danach Ungarn. Dann ist eine Woche Pause. Dann haben wir auch Donington, Imola und Kota ist dann das Finale. Das ist dann nochmal 90 Minuten. Sonst fahren wir ja immer eine Stunde hier oder fast immer eine Stunde. Ein paar 90 Minuten Rennen hatten wir auch schon. Aber dann am 20. Februar ist dann die Saison vorbei. Ja, und dann gucken wir mal, wie es aussieht, entweder Husfeld oder Hillegeist. Gucken wir mal, wer da sich durchsetzen kann. Kann ja noch viel passieren da. Aber das sind momentan, ja, die Favoriten, würde ich mal sagen. Jan konzentriert sich auf Rennwelten, ja. Der Rennwelten GT3-Champion. So, also Pieberg auf der 18 geblieben, Husfeld, ja, kommen wir gerade pünktlich hier zur Einfahrt oder, ja, Einfahrt zur Beendigung der Runde sozusagen. Ah, wird nicht ganz reichen, oder? Nee, bleibt hier auf der zweiten Position. 700stel fehlen da nach ganz vorne, das ist nicht viel, aber das wird eine spannende Angelegenheit, hoffe ich mal. Also die ersten 3, 4 so ein bisschen unter sich, dann haben wir Weinzettel auf der 5, der hat auf jeden Fall mal 2 direkte Gegner jetzt momentan. Im Rennen ist es immer noch mal was anderes. Und ja, vor allem bei den Bedingungen, jetzt ist die Strecke auch schnell, also da könnte noch mal ein bisschen was gehen jetzt. 3,5 Minuten ist noch Zeit, also 2 Runden, vielleicht 3, schafft man noch. Könnte sein, dass die Zeiten noch mal ein bisschen purzeln hier. Also Nico Husfeld sehen wir ja auch schon, gerade auf einer absolut schnellsten Runde unterwegs. Und da kommt er leider zu weit raus in der Dunlop-Kurve. Damit die Runde, ja, ungültig. Wir gehen mal zu Daniel Müller rüber. Der ist auf der 16 mit 0,6, 0,5. Ja, da macht sich das wahrscheinlich schon bemerkbar, dass der Grip doch schon mal ein bisschen besser ist. Mal gucken, wo es hingeht. Eine Sekunde. Ja, das könnte vielleicht Richtung Top 10 gehen. Aber die anderen ziehen da sicherlich nochmal hinterher. Wir sehen 4 Autos in der Box. Alle anderen sind draußen. Einige auf einer Outlap. Ein, zwei Autos auf jeden Fall auf einer ungültigen. Aber sonst viele, viele auf einer gültigen. Und auch auf einer Verbesserung unterwegs. Also da, glaube ich, ja, wird bis zur letzten Sekunde spannend bleiben, wer sich hier wo qualifizieren kann. Thomas Weinzettel. Ratisbona Racing Club mit der 62 haben wir hier den AMG, gerade Anfahrt zur 130R. Auch eine sehr, sehr spannende Stelle. Bisschen lupfen und dann ja wieder voll aufs Gas gehen. Ich hoffe, da legt sich heute keiner ab. Bin mal gespannt, wer da angreift oder wer da ja einfach sich vielleicht präpariert hier für die Schikane und sich da mal daneben bremst. Da werden wir sicherlich auch das ein oder andere Überholmanöver sehen. Jetzt gucken wir erstmal, ob er sich verbessern kann. Ah, rechts ein bisschen aufs Gras gekommen. Auto etwas unruhig, da lag vielleicht nochmal ein bisschen was. Aber 2 Zehntel bringt er offenbar mit, wird wahrscheinlich noch ein Tick weniger sein. Ja, eine Position in Alisch, in Benedikt Alisch jetzt auf der 6, hat er da verdrängen können. So, Gründel, der ist gerade, ja, Ende ersten Sektor. Mehr oder weniger plus minus 0. So, Lukas Finke, auch gerade aus den SS raus mit 0,3 Sekunden, die er da schon gefunden hat. Wie gesagt, das ist gerade Ende erster Abschnitt. Da hat er noch ein paar Kilometer vor sich hier. Ja, muss man mal gucken, dass man das auch über die Runde bekommt. Das ist natürlich auch immer die Kunst. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Dann könnte es vielleicht nochmal nach ganz vorne gehen. Also wir sehen, da vorne, ja, ist es doch spannend. Zumindest beim Qualifying. Hoffen wir, dass es im Rennen auch so bleibt. Also da ist jetzt keiner, der da jetzt augenscheinlich einfach wegfahren wird.
So, Philipp Noack, gucken wir mal hier, 0,5. Ah ja, und der ist auch jetzt Richtung Herpin, also ungefähr bei der Hälfte der Runde dann gleich. Also der wird auch nochmal einen richtigen Sprung machen, aber wir sehen davor auch viele, viele grüne Deltas. Also der Grip, der würfelt hier vielleicht nochmal ein bisschen was durcheinander. Wer kann jetzt hier nochmal, ja, in den ein, zwei Runden, die man hier nur noch Zeit hat, nochmal alles rausholen und auch vor allem eine gültige Runde setzen und da, ja, nicht übertreiben und irgendwie die Runde ungültig machen. Mal gucken, dahin scheinen schon einige durch zu sein. Wir haben ja von fast allen eine Zeit. Hier vom Lukas, der ist glaube ich auch gar nicht erst rausgefahren. Hat keine Zeit gesetzt. André Kircht scheinbar durch. Auch die Teamkollegin, da sehen wir die beiden Autos sogar nebeneinander, auch schon durch auf der 20. Also vor allem hier vorne könnte noch mal ein bisschen was gehen. Ja, müssen wir uns gedulden. Philipp Noack, ja, ein bisschen was verloren. Naja, immer noch eine halbe Sekunde. Also die hat er so halbwegs durch die Runde bringen können. Mal sehen, die Schikane nochmal gut bekommen. Schön Curb mitnehmen und dann hier raus beschleunigen. Vollgas durch diese letzte Kurve. Den Berg ein bisschen hinunter hier. Und dann sollte er hier auch, ja, in die ersten Startreihen sich irgendwo platzieren. Thomas Weinzettel jetzt auf der ersten Position. Und Noack auf der 5. Oh Mann, also die ersten drei, jetzt Husfeld auf der 1. Also ich sag hier, bis zur letzten Sekunde, da wird sich noch einiges tun. 800stel Trend da die ersten beiden gerade mal. Also wir sehen die ersten beiden Startreihen innerhalb von 1,5 Zehnteln. Aber mal gucken, ob Hillegeist nochmal seine Runde zu Ende bringt. Gerade auch auf einer absolut schnellsten Runde unterwegs. Weinzettel... Ist der auch noch auf einer gültigen? Ich glaube, ja. Husfeld müsste soweit durch sein, der Porsche. Und jetzt auch auf seiner letzten Runde. Ach so, interessant. Interessante Statistik. Ach so, Lukas, okay. Tja, Dinge passieren, ne? Kuriose Dinge, die hier, ja, immer passieren, die man gar nicht, ja, voraussehen kann, ne? Haben schon alles erlebt hier. Postbote hat geklingelt, das Kind hat plötzlich Hunger und irgendeiner muss das Rennen beenden. Oder hier kann im Qualifying keine Zeit setzen. So, Illegalist, 0,1 Sekunde, wird nicht für ganz vorne reichen. Aber vielleicht für die erste Startreihe. Das wäre ja gar nicht so schlecht, weil Husfeld, sein direkter Gegner, ist ganz vorne. Wäre gar nicht verkehrt, dass er da direkt angreifen kann. 0,1. Schauen wir mal, wo es hingeht. Es geht auf die zweite Position. 32.000stel. Nur hinter seinem direkten Konkurrenten. Weinzettel direkt dahinter. Der kann heute also theoretisch auch sehr, sehr gut punkten nochmal. Kurt Hassel schauen wir nochmal zu. Der kommt auch gerade auf die Gerade mit 0,3 Sekunden. Das wird nicht so viel ändern. Da ist der Gap doch schon etwas größer zu Platz 16. Es bleibt bei Position 17 zeitgleich. Oh, schade, eine Tausend hat ihn gefehlt. Dann hätte er Phil Bartel nochmal überholt. Aber ich denke mal, das wird jetzt ja den Braten nicht fett machen fürs Rennen hier. So, da sind wir schon in der Startausstellung. Wir haben hier immer doch relativ viel Zeit. Das heißt, da können wir, wie gesagt, gleich nochmal auf die Gesamtwertung schauen. Erstmal bereiten wir hier alles vor fürs Rennen. Was brauchen wir noch? Ja, Boxenstopp brauchen wir einmal. Das brauchen wir einmal. Huch. Current Lap Time wollte ich jetzt nicht. Ja, jetzt passt. Genau, dann schauen wir mal auf die Gesamtwertung drauf, würde ich sagen. Wie gesagt, jetzt haben wir inzwischen zwei Streicher. Und das hat die ganze Sache deutlich spannender gemacht, weil Ricardo Hillegeist hat, glaube ich, ein DNF gestrichen bekommen. Guck nochmal kurz nach. Ja, müsste ein DNF weggegangen sein, also das hat nichts gebracht. Und einmal 20 Punkte Abzug. Ja, aber Husfeld sieht es anders aus. Der ist drei Rennen gar nicht gefahren. Das heißt, davon sind zwei Streicher weggegangen. Der hat seine Punkte sozusagen behalten. Daher ist das da jetzt gut zusammengerückt. Nur 8 Punkte, die wir hier, ja, Unterschied haben zwischen 1 und 2. Husfeld, Hillegeist, ja, in umgekehrter Reihenfolge starten, die gleich auf der Strecke. Wird sehr, sehr interessant. Pierre Meyer heute offenbar nicht dabei, wenn ich das so richtig gesehen habe. Der könnte also hier ein bisschen federn lassen. Chris Kaiser auch schon seit einigen Rennen nicht mehr dabei. Jetzt das 5. in Folge. Ich weiß nicht, ob er nochmal eingreifen wird in die Meisterschaft. Aber der dürfte dann auch vom einen oder anderen nochmal geschnupft werden. Auf der 5 haben wir hier Alische, Hinterschneider, Witzmann, Noack, Weinzettel und so weiter. Die haben wir heute auch alle dabei, wenn ihr es richtig gesehen habt. Thomas Weinzettel, ja, startet ja von der 3 heute. Also er kann da doch vielleicht den einen oder anderen Platz gut machen. Ja, schauen wir mal. 19 Rennen insgesamt.
wie sich das hier entwickelt. Momentan sieht es noch so aus, dass 1 und 2 hier das unter sich ausmachen werden. Mal gucken, ob die da hinten nochmal aufholen. Ich glaube eher nicht. Björn Meyer, Chris Kaiser, wenn die wirklich nicht mehr so viel fahren sollten, vielleicht. Abstand ohnehin ja schon relativ groß. Werden da ja eher den dritten Platz unter sich ausmachen. 5, 6, 7, 8, 9. Ja, alle in den Top 10 haben vielleicht sogar noch eine Chance auf Platz 3, je nachdem. So sieht das auf jeden Fall aus. Ja, wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele haben Punkte allgemein geholt. Es sind 31. Wir sehen hier nur die ersten 30. Aber auch Steve Lux auf der 31 in der Gesamtwertung mit 2 Punkten ist der Letzte, der noch mit Punkten unterwegs sind. Darunter haben wir ja hauptsächlich Fahrer, die ja noch nie in den Punkten waren oder relativ frisch dabei sind oder ja auch gar nicht gefahren sind sozusagen. Angemeldet, aber nicht gefahren. Ja, so sieht das Ganze aus. Ja, wir schauen mal, ob das hier gleich noch auf optimal springt. Im Laufe des Rennens würde ich mal behaupten, ja. Wenn die da so ein paar Runden gedreht haben, dann denke ich, werden die Verhältnisse noch ein bisschen besser werden. Aber vor allem am Start wird es vermutlich etwas rutschig sein. Wird interessant, wer sich da gut drauf einstellen kann vor allem. Dass man das auch im Blick hat. Die Reifen natürlich auch noch ein bisschen kühl vielleicht. Wir haben eine ganze Einführungsrunde. Aber da sind die Reifen natürlich noch nicht so komplett da. Das dauert nochmal ein, zwei Runden im Verkehr. Da geht es dann eh immer ein bisschen schwieriger, die Reifen warm zu bekommen. Genau, also so sieht's aus. Machen wir mal weg und gehen mal durch die Startausstellung. Also auf der 1 haben wir Nick Husfeld für Monkey Town Racing. Daneben startet der BMW von Ricardo Hillegeist, Go Fast Racing. Bin gespannt, ob die hier tatsächlich das Rennen zusammenfahren werden. Also gegeneinander natürlich, aber möglichst lange dicht zusammenbleiben. Das wäre sehr, sehr spannend hier. Thomas Weinzettel im AMG für Ratisbona Racing Club im AMG auf der 3. Dann haben wir den nächsten Porsche von Monkey Town Racing auf der 4. Das ist der Alexander Gründel mit der 999. Philipp Noack für Go Fast Racing mit der 99 im BMW. Aber wir sehen hier relativ viele Porsche und BMWs heute am Start. Also haben die sich ja alle am Anfang der Saison ausgesucht, aber ja, vor allem die sind heute gut vertreten. Dann haben wir ebenfalls in der dritten Startreihe Lukas Finke. Das ist der nächste Monkey Town Racing Porsche mit der 420. Auf Platz 7 haben wir den BMW von Benedikt Ahlisch. Sein Teamkollege, glaube ich, steht direkt daneben. Philipp Witzmann mit der 390. Beide vom Team AKW. Daniel Müller haben wir den nächsten Porsche. Auf der 9. Position die 169 Monkey Town Racing. Ciao, Tobi. Viel Spaß dir auch, was immer du machst. Dann haben wir Chris Schneider im BMW. Auf der 10. Position für Schneider Racing mit der 91. Auf der 11. Position haben wir den Honda Team Affenbande, Michael Schneider, sein Namensvetter direkt ja, vor ihm. Dann haben wir Lukas Hunter auf der 12. Position, der einzige Audi heute tatsächlich mit der 33, CF Racing Team. Stefan Krehling haben wir im Porsche auf der 13, Mosquito Motorsport. Max Ohlinger haben wir dann den, ja, am weitesten hinten platzierten BMW M4. Ein M6 haben wir, glaube ich, nicht dabei. Haben wir zumindest nicht gesehen bis jetzt. Mosquito Motorsport, der Max Ohlinger. Dann haben wir Markus Bielberg für Monkey Town Racing mit der 202. Direkt dahinter sehen wir noch einen Teamkollegen. Aber dazwischen noch der einzige Lexus von Phil Bartel. Aber doch der Teamkollege Monkey Town Racing. Aber nicht die gleiche Lackierung oder ähnliche Lackierung. Kurt Hassel mit der Nummer 911. Startet von der 17. Position. Dann haben wir Linz Live im Porsche von der 18. Für die Affenbande müssten also zwei Autos vom Team heute dabei sein. Patrick Donzalas haben wir dann auf der 19. Position. Go Fast Racing. Ja, eher mal ein bisschen weiter hinten platziert, glaube ich, im Team. Meinen Teamkollegen ja auf der 2 und auf der 5. Dann haben wir nochmal zwei Teamkollegen. Dani Daniela auf der 20 im Aston Martin Apollo Motorsport 596. Und die 555, der André Kirch, startet direkt ja, rechts neben ihr. Und dann haben wir den Lukas noch auf der 22. Ja, 7 Positionen. Müsste er gut machen, wenn er nochmal in die Punkte möchte. Gucken wir mal, ob ihm was gelingen wird. CF Racing Team hier im ja, zweiten Honda auf der Strecke heute. Also wir haben Kai McLaren dabei. AMG haben wir dabei. Was fehlt uns noch? Ferrari, Lambo nicht dabei. Ja, also zwei, drei Marken, die auf jeden Fall ein bisschen dominanter sind. Ampeln sind noch auf Rot. Eine Minute haben wir auf jeden Fall noch Zeit hier. Dann gehen auch die Lichter unten an bei den Autos. Dann sehen wir auch ein bisschen was.
Und dann haben wir eine Stunde vor uns. Einmal in die Box müssen wir. Wenn ich mich nicht alles täusche, ist der Reifenwechsel optional. Aber tanken muss man, glaube ich. Hoffe, ich verwechsel das nicht. Also hat man vielleicht so ein bisschen Spielraum, je nachdem, ja, ob man vielleicht Reifen wechseln möchte oder nicht. Die meisten werden es tun, für gewöhnlich zumindest. Wird in den seltensten Fällen ausgenutzt, da die 5 Sekunden zu sparen. Oft, ja, bringt einem das gar nicht so viel. Ich meine ja, dass feste Standzeit ist. Sonst hätte man natürlich noch mal ein bisschen mehr Spielraum. So, Strecke auf schnell, 15 Grad haben wir, Luft und Strecke. Mal sehen, 2 Uhr am Morgen. Da werden sich die Anwohner freuen hier, falls es welche gibt. Um die Uhrzeit startet eigentlich kein Rennen, aber heute haben wir ein Nachtrennen. Schauen wir mal nächste Woche. Wann starten wir da? Um wie viel Uhr? 9 Uhr morgens. Ja, schon mal ein bisschen eine christlichere Zeit. Dann haben wir eigentlich fast immer abends Rennen, so 17, 18 Uhr und zum Finale nochmal um 11 Uhr mittags. Dann, wie gesagt, auf Cota in Texas. Ja, also heute nochmal ein Nachtrennen. Wird dann wahrscheinlich ja das Einzige sein, was komplett in der Nacht ist. Weiß nicht, bei den anderen Rennen geht es vielleicht ein bisschen in die Dämmerung rein. Aber da wird es dann hauptsächlich doch hell bleiben. So, da setzt sich der Zug in Bewegung hier. 22 Autos, also relativ übersichtlich tatsächlich. Sind deutlich mehr angemeldet für die Liga. Aber wie das, wie gesagt, so ist im Laufe der Liga, verabschieden sich doch der ein oder andere mal gerne. Da bleibt dann so ein harter Kern. Aber über 20 Autos. Und ja, vor allem die, die vorne sind, ja, sind immer noch dabei. Das heißt, in der Gesamtwertung bleibt es weiter spannend. Vor allem, ob Husfeld sich jetzt hier vor Hillegeist setzen kann. 8 Punkte hatte ich, glaube ich, gesagt, ist der Vorsprung. Platz 1 müsste 30 bekommen, Platz 2 27. Plus noch ein Punkt für die schnellste Runde gegebenenfalls. Also, ja, heißt nicht, dass, wenn Husfeld gewinnt, schon vorbeigeht an Hillegeist. Aber die Chancen stehen nicht schlecht da im Laufe der nächsten Rennen vielleicht. Ja, den Position 1 zu nehmen. Hillegeist war doch relativ lange da sehr sicher auf der 1, ersten Position. Aber schön, dass es hier ja, im Laufe der Saison auf jeden Fall spannend bleibt. Natürlich im Mittelfeld auch. Wir haben die Abstände vorhin gesehen. Relativ eng. Da hat sicherlich der ein oder andere nochmal persönliche Motivation, den einen oder anderen Kollegen nochmal zu überholen. Auch wenn es dann nicht um die Gesamtwertung geht, um den Gesamtsieg zumindest. Aber da wird sicherlich ja, um jeden Punkt gekämpft werden. Ja, wir haben aber 3 Marken auf den ersten 3 Positionen. Bin gespannt, ob das so in einer Stunde auch noch so ist. Porsche vor BMW vor AMG. Dann haben wir relativ viel Porsche und BMW. Außerhalb der Top 10 haben wir noch mal ein paar andere Marken. Honda, Audi, Lexus dabei. Und hinten noch so ein Dreierpack an Aston Martins. Die finden sich da zusammen. Unter anderem ja die beiden Teamkollegen da auf der 20 und 21. Mal drückt die Daumen, ja, die Motivation. So, gehen schon mal in die Heli-Perspektive. So, das kann weg, das kann weg. So, wo sind wir denn jetzt? In der Spoon erstmal. Also dauert noch so einen Moment, bis es in die Zweierformation geht. Die Ampeln werden relativ spät auf grün gehen. Die Start-Ziellinie doch ja, ein bisschen über die Hälfte der, der Startgeraden, würde ich fast behaupten. Also nicht irgendwo am Anfang. Sollten also alle locker hier auf die Gerade kommen. Da wird keiner aus der Kurve heraus starten. Wäre es auch nicht so schlimm. Die Kurve ja nicht so eng. Also wird noch ein Momentchen dauern. Und dann haben wir hier 60 Minuten hier bei Racing League Esports Liga 1, das 13. Rennen. Und vielleicht kann der Weinzettel da so ein bisschen Tumult machen. Das wird auf jeden Fall interessant, ob er sich da einmischen kann vorne im Zweikampf. Natürlich auch Alexander Gründel, Philipp Noack. Kann er ihm vielleicht da vorne Schützenhilfe leisten im Hillegeist, seinem Teamkollegen? Das ist alles, ja, alle Fragen, die wir gleich beantwortet bekommen auf jeden Fall. Jetzt geht's hier in die Formation nach der 130R. Dann geht's nochmal durch die Schikane, Rechtsknick und dann geht's hier gleich los. Bin mal gespannt. Der Porsche sollte da eigentlich erstmal ganz gut wegkommen gleich. Hat auch die Innenseite für die ersten beiden Kurven. Sollte da gute Chancen haben, vorne zu bleiben. Und dann, ja, könnte es vielleicht etwas schwierig werden, für den BMW hier zu überholen. Auch nicht super einfach auf der Strecke zu überholen. So viele Möglichkeiten hat man dann nicht. Erster Abschnitt, ja, wenn der Vordermann keinen Fehler macht, wird schwierig. Vielleicht in der Hairpin, aus der Hairpin raus. Spoon vielleicht noch. Und ja, Schikane, würde ich sagen. Erste Kurve, je nachdem, wenn man schon daneben ist, kann man mal die Nase reinhalten.
Aber wir werden es erleben. Jetzt geht's also los, das 13. Rennen. Usfeld haben wir hier auf der rechten Seite im Porsche, Hillegeist links der BMW. Und dann dürfte es hier in wenigen Sekunden losgehen. Mit dem Vollgas, genau. So, Philipp Nock auf der 5 unten rechts der BMW schon einen Tick weiter vor. So, jetzt geht's los. Der Porsche, wie gesagt, sollte ganz gut wegkommen. Das ist auch der Fall. Hier Husfeld sollte eigentlich Position 1 behalten. Es ist die Frage, ob Hillegeist, der eine zweite Position halten kann, muss wahrscheinlich erstmal dahinter gehen. Ja, versucht außen noch. Muss natürlich aufpassen, dass dahinter keiner auf die Innenseite sticht. Bleibt aber erstmal vorne. Gründel, Weinzettel. Mal gucken, ob die tauschen. Weinzettel auf der 3. Gründel jetzt auf der Innenseite. Jetzt geht's in die erste Side-by-Side rein. Und Gründel kann sich durchsetzen. Und Noah geht vorbei außenrum. Oh, Weinzettel da nicht so gut durchgekommen durch die Esses. Und Alisch jetzt auch nochmal vorbeigezogen. Jetzt kommt auch noch Finke an. Aber der kommt da jetzt nicht vorbei. Wir gehen mal ins Mittelfeld rein. Kleine Berührung gab's offenbar, aber keine große Kollision im Moment. Hier Donzalas auf der 20. Position auch gut durchgekommen erstmal. Eine Position hat er jetzt erstmal verloren. Aber vorne hat sich nichts getan. Husfeld vor Hillegeist, Gründel. Ja, und der große Verlierer aus den ersten Kurven tatsächlich Weinzettel mit 3 Positionsverlusten hier. Also, der hat ein bisschen die Linie verloren, weil er Side-by-Side mit Gründel war das, glaube ich, gegangen ist. Und dann sind die anderen da einfach mal durchgeschlüpft. Ja, jetzt haben die sich aber erstmal hier schön geordnet. Wie gesagt, kein Unfall, wenn es so bleiben sollte, hoffe ich mal. Es ging auf jeden Fall alles gut. Auch hier in der Hairpin scheint alles gut gegangen zu sein. Daniela schaut hier auf der Innenseite mal ein bisschen vorbei an Kurt Hassel. Sie hat auch schon eine Position gewonnen. André Kirch leider ein bisschen durchgereicht. Was heißt durchgereicht? Eine Position verloren und Lukas dafür eine Position nach vorne gegangen. Die haben also hier getauscht. So, jetzt muss Husfeld mal gucken, dass er den BMW wieder ein bisschen wegkriegt. Denn vor allem hier zum Beispiel letzten Abschnitt auf der Geraden, da wird der BMW ein bisschen rankommen. Porsche, ja, dann leider im Nachteil. Aber, ja, wenn der Abstand groß genug ist, dann reicht das dann nicht, um vorbeizugehen. Das erste Mal durch die 130R-Strecke noch auf schnell. Reifen noch nicht so ganz im Druckfenster oder im Fenster allgemein drin. Das heißt, hier vorsichtig sein. Sieht aber gut aus. Erste Runde hat er überstanden. Ja, und jetzt muss er gucken mit seiner freien Fahrt, ob er da wegkommt. Wir gehen mal ins Mittelfeld rein. Auf Ohlinger auf der 13 vielleicht. Das Ganze fällt noch dicht zusammen. Auch keiner aus der Box gestartet. Das sieht sehr, sehr gut aus. Erste schnellste Runde, 2 Minuten 4,9. Die wird aber nächste Runde spätestens schon wieder unterboten werden. Ja, wunderbares Bild hier. Sehen wir das ganze Feld fast auf der Stadtzielgeraden. Und jetzt geht es das erstmal im Renntempo. Hier durch, First Corner, glaube ich, heißt sie sogar, die erste Kurve. Durch Kurve 2 hier in die Esses rein. Wo kriegen wir denn jetzt den ersten oder den nächsten Angriff? Chris Schneider hier an Witzmann dran. Eine Position hat er gewonnen. Witzmann auf seiner Startposition geblieben. Ja, muss ich erstmal ordnen. Mal gucken, wer jetzt hier schneller kann. Wer vielleicht im Qualifying nicht die beste oder das, ja, das beste Potenzial rausgeholt hat. Oder das Beste aus seinem Potenzial rausgeholt hat. Hier haben wir so eine ganz kleine Gruppe. Schneider, Ohlinger, Kreling. Hier alles innerhalb von einer Sekunde, die drei Autos. Aber auch hier aus der Dunlop-Kurve raus. Ja, kann keiner angreifen. Können wir mal kurz bei Kurt Hassel. Der ist an Linz Live dran. Eine Sekunde. Oh, der kommt da zu weit raus, der Linz Live. Und da geht Daniela vorbei. Don Salas wird wahrscheinlich auch noch vorbeiziehen. Und Lukas auch. Wahrscheinlich alle. Ja, Linz Live jetzt leider hier durchgereicht worden. 4-5 Positionen gewonnen, dass er dann einen Tick zu weit draußen war. Ja, die Rechtskurve kann tückisch sein. Da zu viel Curb mitnehmen rechts, da hebelt das Auto gerne mal weg. Und wenn man dann, ja, dem zu viel oder zu wenig mitnimmt, dann dreht es einen vielleicht links raus. Das haben wir da gerade gesehen. Ja, sehr schade, aber den Anschluss zumindest nicht ganz verloren. Hier ans Feld 2 Sekunden jetzt der Abstand. Mal sehen, ob er da, ja, wieder ranfindet. Auf jeden Fall haben wir hier vorne das schöne Duell, die sich schon leicht absetzen können. Husfeld und Hillegeist, ihr Porsche und der BMW. Dahinter haben wir, ja, in der gleichen Reihenfolge zumindest teamtechnisch nochmal Gründel von Monkey Town und Go Fast Racing, der BMW von Noack. Alisch dahinter, der nächste BMW, 2 Sekunden. Ja, der hat wahrscheinlich eher mit Weinzettel zu tun, als dass er sich nach vorne konzentrieren kann. Sieht zumindest im Moment so aus. Wir schauen mal, ob er da vorne den Anschluss findet. Chris Schneider haben wir hier hinter Witzmann. Ja, da haben wir auch gesehen, ein bisschen unruhig das Auto. Und 2 Minuten 0,592. Strecke auf optimal bereits jetzt schon. Also die ersten 1-2 Runden waren nur auf schnell. Jetzt sind wir also im optimalen Fenster. Hillegeist nochmal einen Tick schneller. Hat jetzt da vorne offenbar die schnellste Runde gesetzt. Ja, bleibt auch dran, das sehen wir hier. Die werden, ja, momentan zumindest das unter sich ausmachen. Mal gucken, wenn es hier in den Zweikampf geht, ob die beiden dahinter dann, ja, dann auch nochmal eingreifen können. Eine Sekunde, ein bisschen mehr sind die noch hinten dran. Also jetzt noch nicht die Welt.
aber vielleicht setzen sie sich da vorne ja weiterhin ab. So, Kreling 0,3 Sekunden an Ohlinger dran. Fahren wir mal mit hier durch die Dunlop-Kurve. Hier links hoch, früher Scheitelpunkt, dann voll aufs Gas und den ganzen Schwung hier mit hochnehmen. Aber hier kannst du gewöhnlich nicht angreifen. Dafür sind die Kurven dann doch ein Tick zu eng. Jetzt kommen wir hier durch den Rechtsknick, wo Linz live abgeflogen war, der sich jetzt hier gerade aber den André Kirch wieder geschnappt hat. Schauen wir mal kurz zurück. André Kirch hier links, der Aston Martin. Ja, kam ein bisschen zu weit raus. Und damit Linz live zumindest mal eine Position wieder gewonnen auf der 21. So, jetzt sind wir wieder im Live-Bild und auf Weinzettel drauf, 0,3 Sekunden. Ja, hinten bilden sich so kleinere Lücken im Moment. Kurt Hassel da auch schon 2 Sekunden jetzt vom Pielberg weg von seinem Teamkollegen. Aber Mittelfeld noch dicht an dicht. Alisch auch leichter Abstand jetzt schon 2,5 Sekunden zu den ersten vier. Also sie scheinen sich da jetzt momentan etwas absetzen zu können. Reifen sollten so langsam da sein. Und jetzt schauen wir mal, ob der Alisch sich jetzt hier ja, verteidigen muss gegen den AMG. Der kommt hier schon sehr, sehr gut ran. Ein bisschen gerade ist hier noch. Wir gehen mal wieder in die Außenperspektive. Geht es jetzt hier zu zweit durch die 130R? Nein, Weinzettel, der entscheidet sich dann ja, für den sicheren Weg. Bleibt hinter dem BMW. Hat sich aber schon mal bemerkbar gemacht. Was haben wir hier vorne? Gab es da vielleicht schon den Angriff? Wir schauen nochmal kurz zurück. Nee, noch nicht so ganz. Aber Hillegeist macht da doch gut Druck. Also Porsche kommt jetzt erstmal nicht weg. Und die anderen beiden dahinter, die ja sind, wie gesagt, jetzt wieder näher dran und außenrum jetzt Hillegeist. Aber das geht hier meistens nicht gut. Oft kommt denn dahinter Mann und setzt sich dann auf die Innenseite. Da hinten sehen wir die nächsten beiden, die jeweiligen Teamkollegen. Also das sieht doch momentan nach einem schönen Vierkampf aus. Dahinter sehen wir mal noch ein Duo. Alisch und Weinzettel sind das. Eieiei, also das wird auf jeden Fall ein interessanter erster Sint werden. Bin gespannt, wie das dann nach den Boxenstopps wird. Aber die werden, denke ich, nochmal ein bisschen auf sich warten lassen, zur Hälfte ungefähr. Und momentan, ja, keiner mit einem Unfall. Das heißt, sie werden hoffentlich auch alle normal Boxenstopp absolvieren können. Muss jetzt keiner früher rein zum Reparieren oder ähnliches. Aber sehr schön, Zweikampf, den wir, oder ja, Vierkampf, sage ich mal, den wir hier sehen. Können wir gleich noch auf 13,14 gehen, aber auch nur 0,3 Sekunden Abstand. Ja, schauen wir mal auf die Position Deltas vielleicht drauf. Da hat sich hier und da, glaube ich, was getan. Wo sind sie da? Aber keine Riesensprünge. Also hier und da wurde mal eine Position gewechselt. 13, 14, 15, 16 jeweils. Ja, Weinzettel, wie gesagt, einer der Verlierer, in Anführungsstrichen, mit 3 Positionen. Auch den Slive durch seinen Austritt 3 Positionen verloren. Aber sonst, ja, minimale Positionsveränderungen nur. Klar, wenn kein Unfall da ist, dann kommt man da nicht mal eben an ganzen Schwung Autos vorbei. Von daher gar nicht so verwunderlich hier. Sehr gediegener Start, absolut. Gediegener Start und es bleibt spannend vorne. Also, das ist doch mal ein Rennen, wie man sich's wünscht hier. Also Hillegeist, im Moment habe ich den Eindruck, dass er vielleicht einen Tick schneller könnte. Also dranbleiben scheint ja gar kein Problem zu sein. Aber wie gesagt, vorbeikommen ist hier auf der Strecke gar nicht super einfach, wenn man da keinen Fehler vom Vordermann hat. Ah, Porsche, man sehen, ob er mit einem Angriff rechnet. Bleibt er auf der Innenseite? Nee, der BMW ist auf jeden Fall noch einen Tick weg. Hinten Linz live jetzt vorbeigegangen an Lukas. Also hat sich wieder eine Position geholt. Ah, Lukas, der verliert da auch gerade ordentlich an... Oh, der steht in der 130R. Weiß aber, ob er da abgeflogen ist. Können wir mal ganz kurz schauen. Oh, er ist runtergegangen, leider. Also damit haben wir noch 21 Piloten auf der Strecke. Ja, Philipp Noack. Das hatte ich gesagt, wo ist der in der Gesamtwertung? Auf der 8. Position. Bestes Ergebnis war das vorletzte Rennen. Gott, irgendwas in Großbritannien war das. Weiß gar nicht mehr, welches genau. Da hat er sich 24 Punkte geholt. Weiß gar nicht, welcher Platz das ist. Müsste so 4., 5. irgendwas die Richtung sein. Mal sehen, heute auch wieder gut dabei, Punkte zu holen. Auch für die Teamwertung. Die gibt es nämlich auch. Die habe ich jetzt leider nicht vorbereitet. Aber da wird er auf jeden Fall noch ordentlich was an Punkten holen können. Wenn er das dann zu Ende bringt. Ja, sein Teamkollege kommt nicht vorbei am 1. So, schauen wir mal kurz hier. Schneider und Hunter. Hunter haben wir hier im Audi.
Genau, Jan, so ist es nämlich hier aus der Spoon vor allem. Da, wenn du da den Schwung rausnehmen kannst, früher aufs Gas gehen kannst und die Traktion hast, dann kannst du vielleicht mal Richtung 130 her zumindest mal Druck machen. Ob du angreifst, ist dann immer die andere Frage. So früh im Rennen vielleicht überlegt man sich's nochmal. Noack jetzt hier auch schon wieder dran. Ach, der 130 R, aber auch er kommt nicht vorbei. Und da oben haben wir es fast gesehen. Hussfeld da ein bisschen weit gegangen, glaube ich. Und jetzt Hillegeist muss da eher noch aufpassen, dass er nicht geschnupft wird vom anderen Porsche. Ja, Innenseite ist alles dicht. Der Porsche muss damit dahinter bleiben. Ja, und Windschatten bleibt auf jeden Fall mal dran. Aber sehr, sehr schön Vierkampf. Und wenn die sich noch weiter behaken, könnten die nächsten Positionen da hinten, die wir im Hintergrund sehen, nochmal sich einmischen. Außenrum wieder probiert das. Ja, wie gesagt, das wird, glaube ich, nichts. Ja, ich dachte schon, der Porsche hält da jetzt rein. Ja, aber noch nicht, noch nicht. Hussein bleibt hier weiterhin auf der ersten Position. Sehr, sehr schön Kampf, den wir hier sehen. Ein Auto haben wir jetzt leider verloren. André Kirch etwas langsam unterwegs. Gerade irgendwo in der Schikane hinten am Start. Linz Live auch schon 6 Sekunden. Dann Daniela auf der 18. 3 Sekunden hinter Kurt Hassel auf der 17. Wie gesagt, ich bin gespannt bei den Boxenstopps. Da kann der Boxenstopp natürlich entscheidend sein bei den Abständen. Und Noack, Gründel, da gab es offenbar den kleinen Angriff. Noack kommt jetzt hier zu weit raus. Mal gucken, ob Alisch da jetzt schon profitieren kann. Ah, nur zeitentechnisch. Wir gucken mal 10 Sekunden kurz zurück. Ah ja, da waren die schon Side by Side in dem Rechtsknick. Ja, da außen, da ist das immer ganz, ganz eklig. Wenn du da nicht zum Apex kannst, dann trägt dich da ganz schnell raus. Aber Noack hat schon mal gezeigt, ja, ich möchte schon aufs Podium irgendwie. Ja, damit sind die nächsten dahinter. 0,8 Sekunden Alisch und Weinzettler hat der ja auch noch im Gepäck. Also das sieht momentan nach einem sehr, sehr interessanten Rennen da vorne aus, aber auch hinten. Dann Daniela, die kriegt gerade womöglich ein Problem mit Patrick Donzalas. Ja, die beiden Aston Martins. Donzalas auf seiner Startposition geblieben. Dann Daniela 2 Positionen gewonnen. Abstand nach vorne wird momentan etwas größer, könnte auch hier mit dem Zweikampf natürlich zu tun haben. Aber mal sehen, 3 Positionen noch, dann würde es wieder in die Punkte gehen. Wir gehen mal ein bisschen weiter nach vorne. Stefan Krehling, Ohlinger haben wir hier. Und jetzt Weinzettel Alisch. Nee, Alisch bleibt vorne. Da gab es auch schon anscheinend den Angriff. Wir schauen mal kurz. Ja, da war da auf Verteidigungslinie der AMG außen. Vorhin haben wir ihn auf der Innenseite mal gesehen. Jetzt hat er es außen probiert, in der Hoffnung vielleicht, dass der BMW ein bisschen zu weit geht. Aber nein, er hält sich hier auf der Position. Müller-Schneider haben wir offenbar gewechselt. Oder Anzeigefehler. Ja, vielleicht war der Honda hier ganz kurz mal vorne. Aber Müller müsste hier noch vor Schneider sein. So, Gründel Noack. Oh, hier gab es auch schon wieder einen Angriff. Aber an der Reihenfolge hat sich nichts geändert. Also Hussfeld, Hille, Geist, Gründel und Noack bleiben hier auf den ersten 4 Positionen. Ich weiß gar nicht, wohin wir hinschalten sollen. Vorne spannend, Mittelfeld haben wir auch. Viele Zweikämpfe, kleinere Gruppen tatsächlich. Nur auf den hinteren Plätzen, ja, Platz 14, 15, ist momentan nicht ganz so viel los. Da haben wir doch etwas größere Lücken hier. Fadi, moin. Dir auch natürlich. Herzlich willkommen und viel Spaß. Hast erst ein paar Minuten verpasst hier. Bleibt auf jeden Fall spannend. Wir gehen mal zu Hunter rüber kurz. Ja, unter Druck setzen ein privates Mittel auf jeden Fall auf der Strecke. Hier sehen wir auch Schneider ein bisschen off-track gegangen. Ist nicht ganz so schlimm. An der Stelle holt man sich gerne mal einen Cut. Kann mal kurz in-game gucken, ob wir schon Strafen haben. Nein, noch keine Strafen. Das spielt vielleicht auch nochmal eine Rolle, muss man sagen. Gibt auch die eine oder andere Stelle. So, mal kurz das Trick. So, es hat sich eine kleine Lücke jetzt wieder gebildet zwischen den beiden Pärchen hier. Muss aber nichts heißen, sobald es vorne der Angriff gibt, danke Jan, werden die auf jeden Fall wieder rankommen. Ah, er ist dicht dran, aber er schafft sich die Nase daneben zu kriegen, auch beim Anbremsen versucht das gar nicht. Vielleicht spekuliert es ein bisschen darauf, dass der Porsche, ja, die Topspeed nicht hat auf der Geraden. Wenn er hier dran bleibt im Windschatten, kann er es vielleicht probieren. Zweimal hat er es außen schon probiert in der Kurve 1. Hat nicht funktioniert. Vielleicht mal Innenseite, mal sehen. Dahinter sehen wir, da gehen wir vielleicht mal drauf. Gründel geht schon mal auf die Innenseite. Dahinter gehen sie alle mit in den Windschatten. Hinten haben wir eine gelbe Flagge. Donzalas verliert gerade eine Position gegen Linz Live offenbar. Schneider Hunter. Gab es da den Positionswechsel? Oh nein, es gibt hier die Berührung. Gründel wird hier von Noack ja gedreht und er dreht sich jetzt zurück. Hoffentlich kommt er alle dran vorbei. Eieiei, Noack, ja,
Gehen wir nochmal 20 Sekunden zurück in die Heli-Perspektive. Ah, da hat er leider den Gründel getroffen. Da war die Lücke und dann tickt zu viel Geschwindigkeit gehabt und da kriegt der Porsche leider den Gegenpendler. Ja, verliert selber jetzt einiges an Position. Nur noch auf der 11 unterwegs, da sehen wir es, da gehen sie alle vorbei. Ah, sehr, sehr ärgerlich. Und jetzt hier außenrum, Müller ist das, glaube ich, auch ein Monkey Town Porsche. Ja, kennt er schon sehr, sehr gut hier. Und dahinter der Honda auch noch daneben. Das ist der Schneider, der zu weit rauskommt. Ohlinger geht vorbei, Krelinger geht vorbei. Eieiei, also es hat das Ganze ein bisschen durcheinander gewürfelt im Mittelfeld. Vor allem jetzt, weil Noack da zurückgefallen ist. Ah, sehr schade. Jetzt haben wir ja da vorne einen relativ einsamen Zweikampf, wo wir gleich nochmal hingehen. Wir bleiben aber erstmal noch hier. Honda, der schnüffelt hier am Porsche dran. Keine Berührung zum Glück. Das Gründel ist hier an Finke vorbei, möglicherweise. Also Gründel auf der 5. Ja, Ale Schweinzettel, die haben natürlich gut profitiert. Die haben da jetzt ein, zwei Positionen gewonnen. Ale ist der neue Drittplatzierte auf der 4 Weinzettel. Und davor haben wir halt 5 Sekunden jetzt. Ja, schon Abstand, wie wir hier sehen können. Husfeld aber immer noch vor Hillegeist. Das ist ganz gut für Hillegeist natürlich, dass er jetzt erstmal keinen direkten Druck von hinten hat. Kann sich hier voll und ganz auf seine Aufgabe konzentrieren, ja, die Pole Position zu übernehmen. Also wenn das so weitergeht in der Saison, dann wird es ja hinten raus tatsächlich um wenige Punkte gehen. Momentan hat Husfeld noch 8 Punkte Rückstand auf Hillegeist. Jetzt wird er ein paar Pünktchen gut machen. Würde immer noch auf der 2 bleiben. Schneider mit einer gelben Flagge. Oh, dicht an dicht, 130 eher. Oh, da kam ihm das Heck. Oh, da hat er aber gut abgefangen. Hat er fast noch den Bartel da den Lexus erwischt. Aber hat er nochmal gerade ziehen können, die Karre. Ja, in der Dirty Air ist das auch nicht super angenehm hier. Ich glaube, der wird gerade froh sein, dass er nicht abgeflogen ist. Oh, technische Probleme, Lukas. Bei dir läuft es ja heute echt gut. Irgendwann ist noch runtergegangen, sehe ich gerade. Nur noch 20 Autos. What a save. Ja, ist zwar nicht Rocket League, aber so ungefähr. So, noch nicht ganz 20 Minuten haben wir hinter uns und vorne bleibt es weiter entspannt. Sehr, sehr schade der Vorfall, das war wirklich eine minimale Berührung, aber in der Kurve reicht das leider. Dafür haben wir jetzt im Mittelfeld so ein bisschen mehr Action, wo wir hier gerade unterwegs sind. Schönes 4er, 5er, 6er Pack, je nachdem. Ja, hier sehen wir sie alle, 6 Autos schön hintereinander. Dahinter haben wir, müsste noch Kurt Hassel sein, der hier ja ein paar Meter dahinter noch sich vielleicht nochmal ranhängen kann. Vorne haben wir noch 2 Zweikämpfe. In den ersten beiden Startreihen sozusagen. Porsche gegen BMW, BMW gegen AMG. Aber Husfeld, ja, macht hier einen guten Job. Aber jetzt könnte es vielleicht eng werden. Der BMW schon relativ dicht dran. Mal sehen, ob der Porsche auf die Innenseite geht. Ja, eher mittig gerade unterwegs. Also außenrum versucht es Noack. Noack sei schon, Hillegeist natürlich. Teamkollege, Nase leicht vorne. Und außenrum 130 eher. Hoffentlich geht das hier gut. Eieiei, das war ein riskantes Manöver. Ist aber gut gegangen, ohne Berührung. Auch die Anbremszone hier ohne Kollision. Also ein richtig gutes Überholmanöver von Hillegeist. Wir gucken uns das Ganze nochmal von oben vielleicht an. Hier gab es dann ja aus dem Windschatten raus den Angriff außenrum. Aber alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Ich denke, der Porsche hatte da auch genügend Platz auf der Innenseite. Beide ein bisschen weit rausgekommen am Exit vielleicht. Aber ich denke, selbst wenn es dann einen Cut gegeben haben sollte, eher dann beim Porsche als beim BMW, würde der Ricardo Hillegeist das in Kauf nehmen hier. Ich denke, jetzt ist er vorbei. Jetzt bin ich gespannt, ob er wegfahren kann. Jetzt ist er hier der Verfolgte. Das ist immer nochmal eine andere Situation, als wenn du hinterher fährst die ganze Zeit. So, und Bartel, was hat der hier gemacht? Der hat den Schneider, hat er ihn überholt oder was? Ein Anzeigefehler? Ah, war eher ein Anzeigefehler. Ah, da war er ganz kurz vorne, der Honda-Pilot. Dann haben wir Pielberg. Oh, was hat Husfeld denn jetzt hier für eine gelbe Flagge? Eben die Position verloren. Jetzt verliert er hier irgendwo das Auto in den S's. Was ist da passiert? Oh, zu weit rausgekommen oder? Ja, zu weit rausgekommen und da holpert er über ja, diese Abkürzung da. Anderes Streckenlayout. Und da wirft er leider das Auto weg. Also das läuft ja jetzt gar nicht gut für ihn. Position 8 nur noch. Eieiei, das wird ein langer, langer, langer Weg, um da nochmal ein paar Punkte wieder ja, gut zu machen auf Hillegeist. Für den läuft es ja echt gut.
Also sein Teamkollege hat unfreiwillig Schützenhilfe geleistet, wenn man das mal so frech sagen möchte. Und jetzt hat sich sein direkter Gegner selbst da ja in die Bredouille gebracht. Immerhin kein Einschlag, das ist tatsächlich das Gute. Aber Hillegeist, ja, der hat in dem Rennen doch relativ viel Glück, sage ich mal. 6 Sekunden Vorsprung. Jetzt kann er das hier ja erstmal verwalten, würde ich sagen. Alisch, der immer noch den AMG im Rücken hat, wird den nicht so wirklich los. Weiß nicht, ob der da aufholen kann. Ja, in der schnellsten Runde tun sie sich nicht viel, aber Hillegeist hatte bis jetzt auch noch nicht viel freie Fahrt, muss man sagen. Gucken wir mal kurz bei Finke rein. Das ist hier ein teaminternes Duell, 4 und 5, Gründel und Finke. Ansonsten nochmal Kreling hier, 130. Er hinter Ohlinger, hinter Müller. Hillegeist jetzt auch mit. Ja, komm, sage ich's. Kaum hat er freie Fahrt, 59,8 gefahren. Die erste 59er Zeit, wenn ich das so richtig sehe, im Rennen heute. So, Gründel jetzt reingefahren in die Box tatsächlich. Hier ist er. So, was macht Noack? Ah, zwischen schon wieder auf der 9. Okay, Hassel und Schneider reingekommen. Wahrscheinlich, nee, Gründel und Schneider reingekommen, deswegen wahrscheinlich. Also haben wir, glaube ich, noch kein Überholmanöver verpasst. Jetzt muss er sich hier gegen den Audi von Hunter wehren. Der bleibt aber erstmal vorne. Da hat er jetzt doch noch keinen Weg ganz vorbei gefunden. Ja, sehr schade für ihn. Gut für seinen Teamkollegen natürlich. Da kann er sich ein bisschen freuen. Aber sicherlich hat er nochmal einen Anspruch oder ja den Anspruch hier in der Gesamtwertung vielleicht Richtung Podium zu fahren. Die Möglichkeit ja, besteht auf jeden Fall, wenn er ordentlich punktet, noch die letzten Rennen. Haben wir in Top 10 da so wie gesagt ein, zwei Piloten, die jetzt nicht mehr so oft fahren offenbar. Da wird man relativ zügig vorbeiziehen können. So, Witzmann, was haben wir hinten noch? Na, verpassen wir gerade nicht so viel. Gehen wir mal hier auf die 11. Position. 0,5 Sekunden zu den Top 10 für Max Ohlinger. 3 Positionen hat er gewonnen hier. Ja, bis eben war es ein schöner Fight vorne. Hat sich leider da jetzt auseinandergelebt durch den Unfall und durch den Fahrfehler. So schnell kann es gehen. In wenigen Minuten, denke ich, werden wir auch einige in der Box sehen. Gründel, der kommt gerade aus der Box. Hier sehen wir erstmal auf der 19, aber genauso wie Schneider hier, der Honda auf der 20. Werden aber wieder nach vorne gespült werden. Hillegeist, ja, 7 Sekunden, fährt jetzt hier sein Schuh erstmal. Wird gucken, dass er hier, sag ich mal, relativ safe hier ein bisschen was rausfährt an Puffer. Selbst ein schlechter Boxenstopp wird ihn da die Position erstmal nicht kosten. Und wird natürlich hoffen, dass Thomas Weinzettel hier der AMG nochmal angreift an alle. Da haben wir, glaube ich, noch keinen Angriff gesehen heute. Immer eher hintereinander gefahren, so halbe bis eine Sekunde Abstände. Scheint da eine relativ ähnliche Pace zu haben. Ja, aber dann wird es ein bisschen spannender hier vielleicht. Gucken wir mal bei Finke hinten raus. Philipp Witzmann ist der BMW da vorne. Und auch dahinter haben wir Schneider und Hussfeld im Zweikampf. Ja, hier wird der BMW noch nicht angreifen können. Lukas Hunter kommt jetzt rein. Also doch schon so ein paar Autos, die etwas früher reinkommen. Vielleicht auch Undercut-technisch vielleicht unterwegs. Wäre eine Überlegung vielleicht. Aber alles in allem doch ein sehr sauberes Rennen, würde ich mal sagen. Kleine Unfälle gehören immer mal dazu. Aber ja, nichts Grobes, sage ich mal. So, gucken wir kurz mal Max Ohlinger rein. Aber hier, ja, sich weiter in die Top 10 fahren kann. Müller bereits mit 4 Sekunden auf Platz 8. Noack auf. Ach, da ist er Müller vorbei. Ah, nee, das war. Nee, genau, weil Hunter in die Box gefahren ist, ist er einen vor. Also 2 Sekunden hinter Hussfeld dran. So, und Daniel Müller hier auch mit leichten Problemen. Kreling geht auch noch vorbei, hier der Porsche-Kollege. Also vor allem, wenn es so eng ist, kleine Fehler und zack, gehen die hinter Leute gerne mal vorbei. Warum auch nicht? Wahrscheinlich eine der besten Möglichkeiten, die man hier hat auf der Strecke. So, Daniela auf der 15. Position. Momentan 1 Punkt. Ja, muss aber noch in die Box. Hunter kommt jetzt nämlich auch raus. Hier ist er, der Audi-Pilot. Mal gucken, wo er rauskommt vor Gründel. Oder kann Gründel außenrum nochmal gehen? Ah, reicht, glaube ich, für den Porsche. Eieiei, das war knapp. Das war aber nochmal wichtig hier für Gründel. Damit hat er sich, ja, vielleicht freie Fahrt jetzt ermöglicht. Sonst hätte er hier vielleicht hinter dem Audi festgesteckt, der natürlich noch mit den relativ kalten Reifen nicht ganz so schnell wäre. Und damit kann er jetzt hier wahrscheinlich ein paar Meter erstmal machen und ja, gucken, wo er nachher wieder rauskommt, wenn alle anderen drin gewesen sind. Das macht sein Teamkollege. Klebt hier am BMW dran von Chris Schneider.
Der Helle Geist vorne fährt weg, 8 Sekunden. Der ist da ja gut unterwegs. Er fährt hohe 59er Moment oder 2-0er, sage ich mal. Dahinter fahren die eher mittleren Nullerzeiten. Also holt er locker mal 3-4 Zehntel pro Runde raus. Bin gespannt, wie lange er draußen bleibt. Solange er freie Fahrt hat, könnte es vielleicht Sinn machen, lange draußen zu bleiben, um den Puffer rauszufahren. Und dann hat er am Ende auch noch dazu sehr, sehr frische Reifen, wenn er wechselt. So, ich guck mal, ob wir noch Strafen haben inzwischen. Philipp Noah kriegt 5 Sekunden von der Rico. Ja, das war der Vorfall mit dem Porsche. Da hat er jetzt 5 Sekunden bekommen. Ja, denke, reicht auch da. Ist er ja selber nochmal weggedreht worden, hat er sozusagen die Retourkutsche gleich zurückbekommen und hat da ja einiges an Position verloren. Denke, da ist er schon fast bestraft genug mit. So, Phil Bartel, der Lexus, der steht hier auch in der Box, ist drin. André Kirch, der ist gerade erst in der Schikane. Aber der muss ja auch noch reinkommen. Fahren wir mal mit hier. Ja, Jan, wenn das sein Plan war, dann ist es aufgegangen. War aber sehr, sehr knapp. Also 2 Zehntel langsamer und das hätte wahrscheinlich nicht gereicht. Ja, hier schön unter Druck setzen im BMW. Vielleicht verbremst er sich, kommt zu weit raus in der Spoon. Und dann kannst du dich auf die Innenseite setzen und mit der besseren Traktion vorbeigehen. Ja, aber nicht mit Chris Schneider. Der lässt sich dann nicht aus der Ruhe bringen. Der kriegt die Kurve doch ganz anständig. Ja, kann sich hier vorne halten. Und hier auf der Graben dürfte er vom Porsche nicht allzu viel ja, erwarten. Das heißt, hier bleibt er erstmal auf seiner 6. Position. Hellegeist vorne jetzt fast 9 Sekunden. Ja, könnte erstmal hier bleiben, glaube ich. Woanders gerade nicht super eng. Müssen da, wie gesagt, die Boxenstopps abwarten, die hier nach und nach rein trudeln werden. Kaum sage ich, ist Weinzettel jetzt reingekommen auf der 3. Position. Ja, Porsche ist schön dicht dran, aber ich fürchte fast, das wird nicht reichen. Wo ist er denn? Hä? Oh, jetzt habe ich mich verklickt hier. Da. Wollte ich eigentlich hin. Auf die Heckkamera. So, ich muss nochmal zurückgehen hier. Nee, das war schon, genau. Also, ach, dahinter wollte ich hin. Siehste? Genau, bei Husfeld. Aber ich denke mal, da hat es nicht gereicht. Wir sind gerade in der Wiederholung. Können wir uns aber hier kurz anschauen, ob es da den Angriff gab in der 1. Kurve. Aber nein, wir sehen es. Der Porsche bleibt nur dahinter. Kann die Nase nicht daneben bringen. Ja, manchmal bin ich lost, das stimmt. Vor allem mit den ganzen Monkey Town Porsche hier. Die sehen auch alle gleich aus. Und die fahren dann auch ganz oft auch in den ähnlichen Positionen rum. Ja, aber Husfeld bleibt hier hinter dem BMW, das können wir feststellen. Auch hier der nächste, wie gesagt. Daniel Müller auf der 10 hinter einem anderen Porsche. Der ist aber von einem anderen Team. Ja, Monkey Town und Mosquito Motorsport haben wir hier. Die 68 mit momentan 4 Positionsgewinnen. Aber der muss auch nochmal reinkommen hier. So, Weinzettel kommt raus, der AMG. Einmal über die Linie anscheinend. So, André Kirch noch nicht in der Box gewesen, den hat er aber trotzdem hinter sich halten können. 5 Sekunden. Er hat jetzt auf jeden Fall freie Fahrt. Die nächsten sind gerade erst im 2. Abschnitt. Also die ganzen S's und die Dunlop-Kurve hat er für sich alleine. Kann hier in Ruhe seine Reifen warm fahren. Von hinten wird er auch erstmal keinen Druck kriegen. Kann hier also den Rhythmus finden für den 2. Stint. Und dann gucken wir mal, wo es noch für ihn hingeht. Ja, Akzente setzen wir auch nicht verkehrt, wobei, wenn es ein bisschen dunkler ist, da sieht man eh nicht so gut. So, mal gucken, wer jetzt hier reinkommt. Oh, da vertut sich der Schneider ein bisschen. Muss er abkürzen. Ah, das lässt er hier offen. Und damit geht Husfeld vorbei. Ja, so hat er hier auch schön den Fehler ausnutzen können. Wunderbar. Aber vielleicht kann er ja, ja, die nächsten Runden nochmal direkt kontern. Je nachdem, ja, wer wann in die Box geht. Vielleicht können sie auch innerhalb der Box nochmal überholen. Wir hängen dahinter noch der Noack, der nächste BMW. Ich weiß gar nicht, ob er hier in die Wand reingedonnert ist oder ob er sich nur gedreht hatte. Sieht jetzt optisch nicht so aus, wenn er viel Schaden hätte, wenn. Aber vielleicht muss er trotzdem 1-2 Sekunden stehen, wenn er die Wand berührt hätte. So, Müller, Pieberg, Hassel drin. Also wir sehen, langsam geht's hier los im Mittelfeld. Die nächsten Autos, die hier zum Tanken reinkommen. Hellegeist vorne. 10 Sekunden weg.
sehr, sehr gut unterwegs. Alisch auf der 2, auch relativ unbehelligt. Finke auf der 3, der bringt so ein paar Autos mit, sag ich mal. Witzmann dahinter, Husfeld, Schneider, alle jetzt nicht super weit weg. Eine Sekunde bis eineinhalb maximal. Mal sehen, ob hier Noack nochmal auf der Strecke an Schneider vorbeikommt. Oder wie gesagt, das vielleicht über den Boxenstopp geregelt bekommt. So, Gründel an Kirch müsste das sein. Die 555. Ja, da wird Kirch sich auch nicht wehren. Der muss ja nochmal reinkommen. Also das ist ja nicht mal Boxenstopp bereinigt hier. Und Daniel Müller auf der 16. Gerade so vor dem Lexus. Der kommt dann nicht vorbei und auch vorm Honda. Oder kann er es in Switchback machen? Gucken, ob Bartel jetzt hier doch vorbeiziehen kann. Der Porsche hat natürlich noch nicht den Grip. Und das könnte für den Lexus auf jeden Fall reichen. Mal sehen, ob der Honda vorbeikommt. Schneider, jetzt ist er auch vorbeigegangen. Ah, schade jetzt für Kurt Hasse, für Daniel Müller. Hasse direkt dahinter. Daniel Müller, ja, zwei Positionen konnte er da jetzt doch nicht verteidigen aus der Box heraus. Hätte er sich wahrscheinlich gewünscht, aber die, ja, sind vorbeigezogen. Schon mit ein, zwei Runden, die sie unterwegs sind mit warmen Reifen, dürften jetzt eher auch erstmal wegfahren. So, hier vorne, Hillegeist ist reingekommen. Ja, also der fährt nicht sonderlich lange draußen oder bleibt lange draußen. Der kommt hier zur Halbzeit rein. Und damit haben wir Benedikt Ahlisch erstmal auf der 1. Kann er mal ein paar Kilometer Führungsluft schnuppern hier. Finke auf der 2. Witzmann und ja, Husfeld und Schneider müssen noch rein. Und André Kirch auf der 15 muss auch nochmal reinkommen. Also, erste Hälfte haben wir hinter uns, die nächste Hälfte besteht uns noch bevor. Bin mal gespannt, ja, wie sich das Ganze ordnet. Die Vierergruppe vom Anfang hat sich ja leider ein bisschen verdünnisiert durch den Unfall und den Fahrfehler. Noack, der hat ja auch noch 5 Sekunden Strafe, der ist jetzt in der Box. Könnte sein, dass er nochmal eine Position verliert. Ich habe jetzt nicht mehr genau im Blick gehabt, wie die Abstände nach hinten waren. Aber der wird da ein bisschen länger stehen. Also, ja, 35, 36, 37 Sekunden, würde ich mal sagen. So, wo kommt Hillegeist raus? Keiner weit und breit hier unterwegs. Da können wir von ausgehen, dass er auf der 1 bleibt. Ja, Boxenstopp sah gut aus oder sieht gut aus, die Zeit. Nichts Außergewöhnliches. Sollte da roundabout seine 10 Sekunden, denke ich mal, Vorsprung halten. Wir gucken mal hier, Weinzettel müsste auf der 2 dann sein. Ja, 10 Sekunden genau und nochmal 10 Sekunden zu Alex Gründel. Und dann haben wir nochmal 2,3 Sekunden zu Hunter. Wo kommt Noack raus? Oh, gerade so vor dem Verkehr. Hier auch nochmal ganz, ganz wichtig. André Kirch ist das dahinter. Der ist ohnehin noch nicht in der Box gewesen. Aber Ohlinger wäre der nächste Pilot hier, der ihn ja angreifen könnte. Der 11er BMW. Max Ohlinger jetzt hier im Moment auf der 14 gelistet noch. Ja, und der hat auch einige Autos im Genick, wenn wir da mal hinten rausschauen. Da sehen wir den Lexus von Bartel, Kreling dahinter, Schneider dahinter und Daniel Müller müsste auch noch im Hintergrund zu sehen sein. Ja, hier geht es noch um die letzten Punkte sozusagen, im Moment zumindest. Mal gucken, wie weit die noch nach vorne gespült werden, wenn die da vorne alle drin waren. Aber hier Bartel momentan auf der 15, wo es noch einen Punkt gäbe. Schnellste Runde im Moment immer noch Hillegeist, der würde sich auch den Extrapunkt holen. Ganz, ganz wichtig für ihn. Gegenüber Husfeld, der jetzt in der Box ist. Ahlisch, Finke, Schneider alle reingekommen. Ja, ordentlich Verkehr hier hinten. Ich glaube, da können wir mal ein bisschen bleiben. Ohlinger jetzt hier an Kirch vorbei. Ja, der, wie gesagt, wird sich nicht groß wehren. Außenrum jetzt der Lexus. Ah, das könnte ein bisschen Tumult geben dahinter, weil manche weit gehen. Und jetzt geht jetzt Rewide aus der Airplane raus. Innenseite der Porsche von Kreling, Innenseite. Oder ja, jetzt auf der Außenseite der Honda, der blaue von Schneider und Müller dahinter. Der Porsche nochmal, der goldene. Oh, 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 hoffentlich geht das hier gut. Anbremsen für die, Oh. Ah, André Kirch, der würfelt das ein bisschen durcheinander, weil die natürlich alle da schnell vorbei wollen. Das sehen sie ja, dass er nochmal in die Box rein muss. Aber alle vorbeigekommen erstmal. André Kirch hat sie da alle, ja, mehr oder weniger vorbeigelassen. Jetzt gucken wir mal, gibt es hier schon den Angriff Richtung 130R? Ich denke mal nicht. Da hinten sehen wir noch einen Porsche, der ein bisschen vorbeischaut. Aber Bartel, ja, bleibt jetzt hier hinter Ohlinger, vor Kreling allerdings. Schneider, Müller und André Kirch, der jetzt irgendwann nochmal reinkommen wird. Die Teamkollegin auch noch nicht drin gewesen. Daniela auf der 2. Oh, das müssen wahrscheinlich die ganzen Boxenausfahrten gewesen sein, hier gerade die gelben Flaggen. Ja, aber da auch in den Top 10 sehr, sehr spannend im Moment. Also 5 bis 9 da, wenige Sekunden auseinander. So, Linz Live ist drin.
Also, können wir mal gucken. Hille Guys, 10 Sekunden. Ja, Abhus, Feldposition, 3 Boxenstopp bereinigt. Wird sehr, sehr spannend bleiben. Alle Schwinke, Gründel, Schneider, alle noch gute Chancen, vielleicht nochmal aufs Podium zu kommen hier. Hus holt dann Alles vorbei, ja. Ja, Alles stand gute 5 Sekunden länger. Ich weiß nicht, ob es vielleicht eine Strafe war oder ob er reparieren musste oder irgendwas. Auch Gründel stand 37 Sekunden. Finke auch einen Tick länger als normal. Also da hat Hussfeld auch von profitiert, dass die Gegner da die eine oder andere Sekunde länger in der Box gestanden haben. Ja, wird ihm egal sein. Position 5 erstmal. Abstand nach vorne jetzt relativ groß. 9 Sekunden, er hat 7 Sekunden nach vorne. Also wird ja erstmal schwierig sein, da nach vorne zu kommen. Aber wäre auch erstmal ein Schritt hier, vielleicht von der Gruppe wegzufahren. So, das hatten wir. So, Witzmann reingekommen, Daniela fehlt noch und André Kirch. Also die beiden Apollo Motorsport, Aston Martins fehlen noch, sonst waren jetzt alle gleich drin. Michael Schneider hier auf der 15. Oh, ganz dicht dran am Porsche. Wir fahren mal mit, er kriegt die Kurve nicht so ganz. Oh, und der Lexus auch ordentlich mit Problemen. Das könnte natürlich jetzt bitter sein für ihn. Mal sehen, ob er die Position abgeben muss gegen Kreling. Ja, Lexus natürlich gut auf der Geraden, aber reicht die Gerade? Nee, reicht nicht. Also damit geht Kreling vorbei. Hat er leider einen kleinen Fehler gehabt und zack, ja, verlierst du die Position in so einer schönen Gruppe. Aber mal sehen, auf der Stadtzielgeraden könnte schon wieder eng werden. Wobei Schneider da auch schon Druck macht. Außenseite jetzt für die Schikane und der Lexus muss damit auf der Innenseite bleiben. Witzmann kommt jetzt aus der Box heraus. Ordnet sich auf der 4 offenbar einen knapp vor Hussfeld und Alisch. Also hat hier die dritte Position dann gleich inne. Daniela führt gerade mal. Können wir auch mal ganz kurz ins Bild holen. Aber weiß sie selber, das wird nicht von langer Dauer sein. Die wird auch irgendwann dann reinkommen. So, Position 8. Lukas, Finke, Gründel und Schneider vor uns hinter sich. Aber wir müssen nochmal zum Lexus gehen. Beziehungsweise Schneider verliert gerade gegen Daniel Müller die Position. Ja, in den S ist. Ja, gehen wir mal 20 Sekunden zurück. Wahrscheinlich war das schon Angriff Kurve 1. Schauen wir mal, ob's... Na, hier war's nicht. Vielleicht hat Schneider da auch einen kleinen Fehler gehabt. Oh, einmal rein hier. Ja, aber alles gut gegangen. Im richtigen Moment klappt das ganz gut und kann sich davor halten, wie wir gesehen haben. Also Daniel Müller erstmal auf die 15 gegangen. Also Bartel davor und Kreling. Gehen wir kurz zu Hussfeld. Der klebt an Witzmann dran. 200R Richtung Spoon. Ja, Podium jetzt leider doch nicht so spannend, wie es am Anfang war. Aber dahinter haben wir eine schöne kleine Gruppe. Benedikt Alisch da hinten, den BMW sehen wir ja auch noch. Finke bringt da noch mal ein paar Autos mit. Ja, Noah leider etwas einsam unterwegs auf der 11 durch die 5-Sekunden-Strafe. 6 nach vorne, 4 nach hinten. Aber ich denke mal, der wird noch mal ein bisschen aufholen nach vorne, könnte ich mir vorstellen. War ja eigentlich ganz gut unterwegs da vorne vorhin. Und dann haben wir ab Position 12 noch mal eine schöne Gruppe. Da gehen wir gleich mal hin, aber wir warten noch mal ab, ob es hier den Angriff gibt. In der Schikane nicht. Und ja, Kurve 1, weiß ich nicht. Haben schon den einen oder anderen Porsche gesehen, der sich mal auf die Innenseite setzen konnte. Beziehungsweise Podium nicht ganz unter sich, denn Janila muss ja nochmal rein. Also Position 3, Boxenstopp bereinigt, ist nochmal umkämpft mit 3 Autos auf jeden Fall. Aber noch bleiben die beiden Apollo Motorsport Aston Martins draußen. Na, probieren wir mal ein bisschen hier durchzugehen. Schneider, Gründel, Finke haben wir hier, bei den Teamkollegen. Verfolgt vom BMW hier. So, gucken wir mal hier. Gab es ein Überholmanöver oder war das ein Anzeigefehler? Lexus gegen Porsche. Oh, Bartel jetzt aber mit einer gelben Flagge. Scheint hier wahrscheinlich irgendwo rausgerutscht zu sein. Ah, da haben wir es gerade noch so ein bisschen gesehen. Da kam ihm das Heck und hat 2 Positionen verloren in der ersten oder zwischen der ersten und der zweiten Kurve. Müller und Schneider sind jetzt, glaube ich, vorbeigegangen. Porsche unter Honda. Ja, schade für Bartel. Das könnte, ja, dann leider nichts mit einem Punkt werden heute. Platz 16, da gibt es leider keinen mehr. So, was haben wir hier? Genau, da waren wir eben auch schon. Oh, es gibt einen teaminternen Tausch hier. Gründel, Finke tauschen. Ja, schönes Überholmanöver. Da weiß man nicht, ob das vielleicht auch Absicht war. Vielleicht ist der Gründel ja ein bisschen schneller als der Finke. 4 Sekunden zu Benedikt Alisch. Na, vielleicht geht da noch was. 20 Minuten haben wir noch.
aber auch Hussfeld weiterhin dran an Witzmann. Position 3, Boxenstopp bereinigt. Auch Alisch, ja, der könnte auch nochmal was anmelden hier. Ja, wir sehen hier bei den Teamkollegen die BMWs. Die klemmen hier den Monkey Town Racing Porsche ein. Mal sehen, vielleicht kann man das ja mit Teamarbeit da so ein bisschen machen. Wenn man es geschickt anstellt, auf jeden Fall. So, Daniela kommt rein. Mal gucken, wo sie rauskommt. War ja doch sehr, sehr lange draußen. Oh, was haben wir hier? Gelbe Flagge über Schneider und Finke. Das sieht nicht gesund aus hier. Oh, oh, 130R. Jetzt haben wir doch mal einen Unfall in der Kurve. Da hat der Finke verteidigen müssen, glaube ich. Gegen Noack. Ist das Noack? Müsste Noack sein. Ah, der nimmt da den Körb mit. Da trägt es ihn raus und dann trifft er den Porsche. Nee, das ist nicht Noack, oder? Ohlinger müsste das sein. Nee, hä? Verdammt, jetzt habe ich hier... Oder Schneider. Ah, Schneider war es. So, jetzt haben wir es. Schneider müsste das gewesen sein. Und ja, leider den Porsche gedreht da. Genau, Schneider jetzt hier auf der 7. Den hat es nicht so erwischt. Der kann hier auf der 7. Position weiterfahren. Von der 10 gestartet. Also sehr, sehr schade hier. Ja, für den Porsche. Oder was? Ja, der Schneider ist im Honda, genau. Ja, viele gleiche Autos, viele gleiche Namen. Da muss man mal ein bisschen durchsteigen hier. So, wir gehen mal nach vorne, schauen uns mal vielleicht die Zweikämpfe an, statt die Unfälle. Daniela kommt jetzt raus auf der 19. Also mit der Lexus doch wieder auf Punktekurs. Finke. Oh, was ist denn da jetzt passiert? Oh, verliert hier das Auto in den SS. Ja, da machst du nicht mehr viel, da gibt es den Gegenpendler. Oder mehrere Gegenpendler und Finke jetzt hier. Ja, wird natürlich auch etwas durchgereicht werden. Ja, setzt sich leider zurück, damit sein Rennen beendet. Und ja, alle anderen haben damit eine Position erstmal gewonnen. Ja, wahrscheinlich durch den Schaden, genau. Also, Finke beendet das Rennen also dann auf der 20, damit noch 19 Autos, die hier unterwegs sind. Also, mal sehen, wer hier noch Punkte holen kann. Hassel, Kurt Hassel auf der 15 jetzt, auch ein Punkt, den er mitnehmen könnte dadurch. Aber wir gucken mal, was der Teamkollege macht. Wie gesagt, von den Monkey Town Porsche haben wir ja einige am Start. Aber die drei machen gerade nicht so viel, außer hintereinander herfahren, leider. Mal sehen, ob sie in der nächsten Viertelstunde nochmal einen Angriff gibt. Hier heißt es Konzentration hochhalten, keinen Fehler machen. So, ich schau mal. Vielleicht gibt es dafür ja auch nochmal eine Strafe nachher. Im Moment keine Strafen offen. Also auch ACC-seitig tatsächlich keine Strafen bis jetzt. Bei den Boxenstopps hat alles funktioniert. Ah, BMW ein bisschen weit gegangen, sehen wir. Oh, kleiner Quersteher hier von Hussfeld. Aber alles noch kontrolliert, wie es aussieht. Hält die Geschwindigkeit. Und die Linie vor allem ganz, ganz wichtig hier. Selbst wenn du ein bisschen langsamer bist, wenn du die Linie hältst in den S's, dann kommt man da eigentlich auch nicht vorbei. Ja, Hillegger, jetzt können wir mal kurz, ganz kurz ins Bild holen. 11 Sekunden Vorsprung. Ja, nach einer etwas schwitzigen Anfangsphase hat sich dann doch schnell beruhigt um ihn rum. Und jetzt kann er hier richtig gut Punkte holen, weil Hussfeld, sag ich mal, nur auf der 4 ist. Ja, eine Position kann er auf jeden Fall noch holen. Ob es weiter nach vorne geht, weiß ich nicht. André Kirch jetzt reingefahren, auf der 19. Position jetzt. Damit haben wir sie alle gesehen in der Box. Und da haben wir auch einen Boxstopp bereinigt. Das Feld bereits, denn hinter André Kirch ist niemand mehr, der aktiv auf der Strecke unterwegs ist. Da gehen wir mal wieder auf die Heli, sag ich schon, auf die Heckkamera natürlich. Oh, Daniela mit einer gelben Flagge, Kurve 2, aber schon wieder unterwegs. Scheint nichts so Großes gewesen zu sein. Linz Live hängt da direkt im Genick von ihr. Wahrscheinlich wird der jetzt hier gleich vorbeigehen. Na, noch nicht ganz. Aber da hinten, ja, die kennen sich auch schon ganz gut. Daniela Live, die waren da, glaube ich, von auch schon mal irgendwo in der Nähe unterwegs, hatten miteinander zu tun. Also, Position 3, hart umkämpft, noch 3 Autos, hier sehen wir es. Und dahinter Gründel, ja, relativ viel Platz nach vorne, nach hinten, Schneider, Hunter nochmal im Zweikampf, 10, 11 im Zweikampf, 12, 13 im Zweikampf. Da gehen wir mal ganz kurz zu Linz Live rüber. Ne, kann sich noch nicht angreifen, André Kirch kommt jetzt raus auf der 19. Eine Minute Rückstand. Also, ja, weiß irgendwie läuft es da heute nicht. Oder pace-technisch nicht ganz auf der Höhe heute unterwegs. Ja, Teamkollegin auf der 17. Ja, Punkte wird heute schwierig, vor allem wenn man ein bisschen zu weit rauskommt. Ging aber noch. Linz Live
Ja, wird es ein paar Meter gewinnen, weil er deutlich weiter innen anfahren kann hier. Geht in den Windschatten. Ja, ich schätze, das wird wohl nichts hier. Jetzt gucken wir mal, Daniela, ob sie hier verteidigt oder ob sie überhaupt einen Angriff rechnet. Der Porsche auf der Innenseite guckt vorbei. Aber kein Weg führt dran vorbei am Aston Martin. Gucken wir zum Honda rüber. Ist an Daniel Müller dran. Ja, Kurve 1 hat sich funktioniert. Da haben wir heute schon ein, zwei Überholmanöver gesehen. In den SS selber wird es eher nichts. Und dann, ja, vielleicht Hairpin und dann, ja, Richtung Ende zweiten Sektor sozusagen. Könnte es doch mal interessant werden. Dritter Sektor ja gar nicht so lang. Der beginnt ja mitten auf der Geraden, kurz vor der 130 eher sozusagen. Eigentlich nur vier Kurven. Relativ kurz der Sektor. Weiß gar nicht, wo ist Linz live in der Gesamtwertung? Müsste ich mal kurz nachschauen. Auf der 22. Ja, vier Rennen hat er ja gehabt, wo er schon mal punkten konnte. Einstellig allerdings. Heute, ja, sieht es nicht nach Punkten aus momentan. Außer da passiert noch einiges vorne. Aber vielleicht holt er sich mal Position 17 hier. So, bisschen weniger als eine Viertelstunde haben wir noch vor uns. Regen ist uns heute auch erspart geblieben. Vielleicht ganz gut für die Piloten. Dunkelheit ist schon genügend, würde ich mal sagen. Ja, der BMW, der hat auch in den Curb mitgenommen. Da ist das Auto unruhig geworden. Deswegen ist er ein bisschen rechts rausgesprungen, sozusagen. Wäre das Auto ruhig geblieben, hätte es vielleicht gepasst. So, ich habe es nur einmal gesehen jetzt. Aber ja, hätte, wäre, könnte. Ist natürlich super ärgerlich. Ich nehme an, dass der Schaden da sich bemerkbar gemacht hat. Und ja, leider... Ja, nur Platz 20 wird es heute. Immer nicht ganz offiziell. Letzter zwei Autos sind ja auch schon vom Server gegangen. Da sehen wir hier Schneider, der Schock probiert es hier auf der rechten Seite neben dem Porsche. Reicht aber nicht ganz. Von hinten, ja, Bartel, der spielt da sicherlich auch nochmal eine Rolle, würde ich sagen. Mal sehen, ob er jetzt im Windschatten ein bisschen rankommt, ob Schneider jetzt hier angreift. Wir fahren aber Schneider mit. Ja, reicht nicht ganz, würde ich sagen. Außer Porsche rutscht da ein bisschen raus, dann kann er vielleicht mal reingehen, aber das... Sieht gut aus mit dem Porsche. Ja, bleibt erstmal auf deiner Position hier. So, Position 3. Ja, Hilleger ist vorne, fährt sein Ding. Immer noch die schnellste Runde, wie gesagt. Ein Punkt kriegt er dafür noch, Husfeld auf der 4. Also da würde er den Vorsprung momentan sogar ein Tickchen ausbauen jetzt wieder. Das dürfte ihm gefallen hier. Sehr ärgerlich natürlich für den Nick. Und ja, ärgerlich für die Spannung in der Gesamtwertung. Also, sag mal, Platz 3 ist auf jeden Fall noch drin für Husfeld. Weiter nach vorne eher nicht, außer Witzmann oder Weinzettel werden da nochmal irgendwie einen Unfall bauen. Guck mal kurz, Weinzettel. Der war 9. in der Gesamtwertung, Witzmann 7. Also, die könnten da nochmal ein gutes Stück nach vorne rücken in der Gesamtwertung. Chris Kaiser auf der 4 und Pierre Meyer auf der 3. Die fahren ja beide heute nicht mit. Die werden auf jeden Fall einiges an Punkten verlieren. Ja, weil Pierre Meyer hat schon zwei nicht gefahrene Rennen, die werden gestrichen. Chris Kaiser, der hat schon, weiß gar nicht, 6, 7 Rennen, die er nicht gefahren ist. Also die werden keine Punkte verlieren durch Streichergebnisse. Das heißt, die werden da nach und nach vorbeiziehen können, die Piloten, die dahinter fahren. So, Husfeld, wo kommt er jetzt hier vorbei? Gehen wir auf Witzmann wieder drauf. Ja, und Let's Live kommt er an Daniel Daniela auch nicht vorbei. Eine Sekunde da ungefähr der Abstand, hält sich also auf der 17 da. Teamkollege auf der 19, gut abgeschlagen, da wird sein Rennen auch nur noch so zu Ende fahren. In den Top 10 jetzt auch etwas ruhiger geworden, hat sich hier alles auf den Dreikampf reduziert hier vorne. Schneider, Müller, 12-13 haben wir auf jeden Fall nochmal mit Bartel, den Lexus auf der 14 Dreikampf. Und dann war es das schon fast, würde ich sagen. 10 und 11, mal schauen, Odinger, Kreling, ob sich da nochmal was tut gleich. Ah, schauen wir mal kurz hier. Schneider versucht jetzt gegen Müller außenrum. Hat heute noch nicht funktioniert außenrum, wenn wir es gesehen haben. Ja, probiert es auch nicht wirklich. Geht eher wieder dahinter. Leichter Quersteher anscheinend vom Porsche. Bisschen wackelig zumindest unterwegs gewesen. Aber keine Konsequenz hier in Form eines Positionsverlustes. Aber hier geht es nochmal um die letzten Punkte sozusagen. 12-13-14 so rum. Wow, wow, der macht hier gut Druck.
Ja, Innenseite schon mal zeigen. Schön den BMW beschäftigen im Rückspiegel. Ja, reicht jetzt hier reinzuhalten. Da wird natürlich der BMW zuziehen. Zum Apex gehen. Ja, reicht nicht ganz. Und wir werden jetzt sehen, dass er hier im Windschatten nicht, ja, rausziehen kann. Zu herausziehen kann er natürlich. Aber Daniel Müller hinten offenbar mit der gelben Flagge. Und hat sich auch leider zurückgesetzt, genauso wie sein Teamkollege. Schauen wir mal kurz, was da passiert war. Das ist Anfahrt Richtung Herpin. Gucken wir mal, was da... Oh, beim Anbremsen. Ja, da hast du auch vielleicht einen leichten Lenkeinschlag nach rechts und da kam ihm die Karre. Und ja, hat sich leider direkt zurückgesetzt. Sah jetzt gar nicht so heftig aus, der Vorfall. Aber dann mit Daniel Müller auch zurück. Und André Kirch wird damit nochmal eine Position gewinnen. Und viele, viele andere davor auch. Wir gehen wieder auf die dritte, vierte Position drauf. Alisch im Hintergrund ein bisschen jetzt abreißen lassen. OP-Backgelbe Flagge. Oh Mann, jetzt ganz Monkey Tom Porsche mit Problem. Auch hier offenbar irgendwie rausgeflogen. Ende der Spoon-Kurve. Ah, sehr schade. Gucken, Lenz live 0,4 Sekunden dran an Dani Daniela. Das haben wir am Ende doch einige Abflüge gesehen. Allgemein war es mit den Unfällen aber relativ wenig. Noack hatten wir gesehen, dann haben wir in der 130R den Unfall gesehen. Aber ich glaube, das war es dann eigentlich schon. Wie gesagt, paar Ausflüge jetzt am Ende nochmal. Start lief aber sehr gut. Auch die folgenden Runden gab es dann keine Unfälle groß. Leider zwei Autos, ja, vom Server zwei weitere, die schon in der Box stehen. Noch 18 Autos, die unterwegs sind. Aber schon etwas kleineres Feld, angemessen an den Teilnehmern der Liga, sage ich mal. Ja, gewohntes Bild sehen wir hier. Husfeld, Witzmann. Husfeld macht hier Druck. Also der könnte schneller, wenn er vorbei könnte. Auf die Runde gesehen wahrscheinlich. Ja, aber wir sind hier im Rennen und da musst du physisch dran vorbeigehen am BMW-Piloten. Ich weiß nicht, ob Alisch nochmal rankommt, da vielleicht von hinten nochmal Druck machen kann. So, kein Urlaub mehr. Achso, ich soll mal aufs Auto gehen hier. Ja, Hellegeist 15 Sekunden, also der kann da ganz entspannt fahren. Ich guck mal, hat irgendeiner keine Reifen gewechselt eigentlich? Nee, dürften alle gewechselt haben. Zumindest von den Standzeiten standen alle über 30 Sekunden. Oder es hat einer nicht gewechselt und repariert oder ähnliches. So, Chris Schneider auf der 7. Kriegt noch 10 Sekunden drauf. Sehe ich gerade. Oh, das tut weh. Das sind nochmal locker zwei Positionen aktuell. Also Hunter Noack dürften da noch eine Position gewinnen am Ende. Die wird er jetzt nicht mehr herausfahren können, die 10 Sekunden, nehme ich mal an. Also auch da wird es nochmal ein bisschen Verschiebung geben nach dem Rennen. Und wo gucken wir nochmal? Lenz live. Kommt nicht vorbei hier. So, Bartel, Schneider. Hier haben wir noch einen Zweikampf. Krehling, Ohlinger. Die fahren ja auch schon in Ewigkeiten, glaube ich, hintereinander her. Der BMW und der Porsche. Nein, böser Wille wird das. Böser Wille wird es nicht gewesen sein. Gehe ich auch nicht von aus. Ja, aber das ist natürlich immer ärgerlich, sowas, ne? Vor allem, wenn du gut im Rennen bist und dann, ja, ein Fehler vom anderen, sag ich mal, da rausgenommen wirst. Da hast du immer, ja, ganz schnell mal schlechte Laune. So, wir haben hier noch den Zweikampf. Kann mal kurz gucken. Achso, du fährst eh das dritte Rennen heute erst mit, ne? Sehe ich gerade. Naja, kannst du vielleicht nächste Saison dann angreifen. Also richtig angreifen dann. Ja, Nick Husfeld, der verzweifelt hier, glaube ich, so ein bisschen. Der Witzmann macht da auch keinen Fehler. Sagen die schnellsten Runden. Husfeld. Ja gut, war jetzt nach dem Boxenstopp nur noch die schnellsten Runden. Da ist Husfeld ein Tick langsamer als Witzmann.
Ja, jetzt haben wir hier den Anzeigefehler, aber wir sehen auch, der BMW ist hier auf der dritten Position. Busfeld dahinter. Ja, was haben wir sonst vielleicht noch? Potenziell zumindest Lukas Hunter Schneider. Da ist er, der BMW. Vielleicht geht da nochmal was. Lollinger Krehling, weiß ich nicht. Die fahren hier, wie gesagt, lange hintereinander her. Schneider Bartel hat sich da jetzt, glaube ich, auch etwas beruhigt. Dann Daniela kam da wieder einen Tick so weit raus, sah zumindest gerade noch so aus. Ja, könnte vielleicht nochmal eng werden hier. 6 Minuten muss er noch durchhalten. Let's Live, der hängt da im Windschatten dran. Guckt, hofft, dass sie davor nochmal einen größeren Fehler macht, dass er vorbeigehen kann. Und dann vielleicht nochmal wegfährt, aber mehr als Position 16. Ja, wird für beide nicht drin sein. André Kirch auf der 18 ja auch schon 1,5 Minuten weg. Der verliert da auch weiterhin seine Zeiten. Ja, tatsächlich nicht so gut. Seine schnellste nach dem Boxenstopp 2 Minuten 8 tatsächlich nur. Also verliert er einiges an Sekunden pro Runde. Also der hat sich da heute keine großen Hoffnungen gemacht, irgendwie, ja, gut Punkte zu holen, nehme ich mal an. Ja, stimmt, der hat ja noch die Strafe, genau, richtig. Das heißt, der musste auch gar nicht angreifen. Aber Noack, ich glaube, der kommt so ein bisschen ran. Letzte Runde 3/10 schneller gewesen. Auch in der schnellsten Runde ein ganzes Stück schneller. Also Schneider wird, denke ich mal, 9. werden. Hunter, Noack dann 7. 8. Oder umgekehrt, je nachdem, ob Noack nochmal in den letzten Minuten rankommt. 3 Sekunden, ja, in 5 Minuten. Gar nicht so wenig. Aber wer weiß, was da passiert. Lenz Live hier mit einer gelben Flagge. Hat da vielleicht ein Angriff nicht funktioniert. Einfach mal gerade ausgefahren gefühlt. Da ging es auf jeden Fall leider auch in die Wand. Damit hat sich das Duell auch erledigt. Dann Janila wird dann vermutlich 16. werden. 6 Sekunden im Hintergrund sehen wir Linz Live, der auch ein bisschen Schaden davongetragen haben dürfte. Also leider auch hier, ja, kein Zweikampf mehr. Damit konzentrieren wir uns vielleicht ganz kurz nochmal auf den Lexus. Der ist jetzt am Michael Schneider dran. Ja, er sah für mich auch komisch aus, als wenn er nicht nach links gelenkt hat. Einfach gerade ausgefahren ist. Aber wer weiß, was da wieder los war. Wie gesagt, manchmal passieren Dinge in Real Life, das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, also Lexus haben wir auch nochmal im Hinterkopf. 10-11 geht eher weiter auseinander, da sind wir schon fast bei 2 Sekunden. Hunter Schneider, ja, durch die Strafe wird da vermutlich auch nicht mehr viel passieren. Das heißt, da bleibt nur noch die Frage, wer holt sich Position 3? Witzmann macht hier einen sehr, sehr guten Job. Russell hält den Druck hoch. Ahle schaut sich das dahinter an. Ja, was ein Teamkollege da macht, wird hoffen, dass der Porsche sich vielleicht beim Angriff mal vertut und er nochmal eine Position bekommt. Illegeist wird's freuen. Wo ist der denn jetzt? In der Spoon. Das heißt, 2 Runden dürften es jetzt noch werden gleich. Oh, auch schön, schöne Kamera, aber ich wollte eigentlich die haben. Mal auf seinen Teamkollegen drauf. So sieht das Ganze aus, wenn man hinterher fährt. Ja, mit ein bisschen Abstand vielleicht gar nicht schlecht, wenn es da vorne wirklich nochmal eng werden sollte. Dann hat er genügend Zeit zum Reagieren. Ja, Position 5 für Ahle, glaube ich, auch nicht so verkehrt. 5. auch in der Gesamtwertung. Der dürfte, ja, Chris Kaiser überholen dann. Da hat er 12 Punkte Rückstand. Chris Kaiser fährt ja heute nicht mit. Das heißt, Ahle dürfte auf die 4 gehen. Pierre Meyer auf der 3 dann allerdings nochmal, ja, gute 50 Punkte weg. Der ist da erstmal sicher aus seiner dritten Position. So, 2 Minuten haben wir noch. 2 Runden müssten es jetzt noch sein. Führende gerade in der Dunlop-Kurve, also am Ende der S ist gerade den Berg hinauf. 18 Sekunden Vorsprung, also ja, der Einzige, der hier 59er-Zeiten, glaube ich, gefahren ist soweit. Wahrscheinlich nicht, ob Pussfeld auch 59er fahren könnte, wenn er freie Fahrt hätte. Wird ihm gerade egal sein. Der würde auch zufrieden sein, wenn er hier mal an Witzmann vorbeikäme. Ja, wir können Position Deltas vielleicht nochmal ganz kurz anschauen. Vielleicht ganz interessant, nachdem wir jetzt hier, ja, fast das Rennen hinter uns haben. Wir sehen hier Witzmann auch einer der großen Gewinner mit 5 Positionsgewinn. Busfeld, ja, leider von der 1 auf die 4 zurückgerutscht. Gründel 2 verloren, Arnisch 2 gewonnen. Wer hat denn noch viel gewonnen? Lukas Hunter auf der 8. Klar, durch diverse
Autos, die den Server verlassen haben, haben natürlich viele was gewonnen. Hier dann Daniela auch mit 4 Positionsgewinnen. Na, reicht heute wahrscheinlich leider auch nicht für Punkte. Oder heute nicht für Punkte. 16 Sekunden zu Platz 15. Na schade, da hätte man sich gleich nochmal einen holen können. Ich weiß gar nicht, wie oft war sie jetzt in die Punkte gefahren. Einmal auf jeden Fall. Oh. Komm ich hier mal woanders hin? Fehler von Ursa. Witzmann hier, Alisch dahinter. Oh, jetzt geht's hier aber zur Sache. Also Witzmann bleibt hier noch auf der 3, aber jetzt muss Sussfeld gucken, ob er den Alisch verteidigt bekommt. Mal sehen, ich weiß nicht, ob der BMW reinhält. Wahrscheinlich eher nicht. So kurz vor Ende will man die Position auch nicht mehr hergeben. So, jetzt geht's in die letzte Runde rein, auch für die drei hier. Eine gute 20 Sekunden hinter der Spitze. Also sehr, sehr spannende Sache. Hier aber auch im Mittelfeld haben wir gerade ein schönes Dreierpack durch die 130. Er, der Audi, wird hier gejagt von dem BMW. Und noch BMW, der da leider rausrutscht. Noah rutscht hier weg und geht in die Wand rein. Chris Schneider ja mit der Strafe. Also Hunter wahrscheinlich da, weil er aber da vorbeigelassen wurde, mehr oder weniger. Ändert aber nichts. Aber Noah jetzt nochmal mit einem Fehler hier. Eieiei. Aber wir gehen wieder hier nach vorne. Ich glaube, das interessiert uns gerade etwas mehr. Hillegeist Weinzettel dürfte relativ safe sein. Und ja, Witzmann wird auch froh sein, wenn er das Ding hier nach Hause bringt. Gute 5 Kilometer ungefähr, würde ich schätzen, hat er noch vor sich. Und dann kann er hier, ja, mal ein Podium nach Hause fahren. Guck mal, sah schon mal auf dem Podium. Ja, Platz 2 müsste er mal im 7. Rennen geholt haben. Wenn ich mich nicht ganz täusche hier. Also er weiß durchaus, wie das ist, hier auf dem Podium zu stehen. Aber noch ist das Ganze nicht sicher, der Porsche, ja, da kannst du mal reinhalten, aber das bringt dir nichts, weil hier so Rechtskurven kommen. Jetzt Hussfeld da etwas weit draußen. Weiß nicht, ob Alisch da jetzt auch nochmal angreifen kann. Vielleicht kommt er ein bisschen besser aus dem Rechtsknick raus. Schneider-Hunter nochmal getauscht. Wie gesagt, durch die Strafe endet das aber nichts. Und Hussfeld jetzt hier die letzten Bemühungen nochmal irgendwie reinzuhalten. Jetzt hier nochmal reingedeift ein bisschen. Und der BMW geht weit, da könnte jetzt reichen, vorbeizugehen. Mal sehen, Alisch hält sich da, glaube ich, zurück für seinen Teamkollegen. Und da hat er tatsächlich nochmal sich die Position 3 holen können. Ja, jetzt aber keinen Fehler mehr machen im letzten Abschnitt. Ja, das sah sehr, sehr spannend aus auf jeden Fall. Müssen aber gleich nach vorne gehen. So, Spoon läuft, glaube ich, ganz gut für Hussfeld. Dann kann man gar nicht mehr so viel falsch machen, sage ich mal. Gibt keinen Konter mehr, dafür ist er, glaube ich, zu weit weg. Auch wenn er natürlich jetzt hier rankommt auf der Geraden, aber denke mal, für den Angriff wird es nicht mehr reichen. Derweil Ricardo Hillegeist, ja, holt sich hier den Sieg. Am Ende war es doch relativ entspannt. Anfang war sehr, sehr spannend. Hier am Ende dann, ja, mehr oder weniger zu Ende gefahren. Thomas Weinzettel mit einem Positionsgewinn. Also von der 3 auf die 2 holt sich hier auch nochmal ordentlich Punkte ab. Der AMG, sehr, sehr sauberes Rennen, glaube ich. Auch recht spektakulär am Ende. Hussfeld, ja, das war spektakulär. Holt sich da in der Hairpin nochmal Position 3. Also doch mal ein paar Pünktchen aufgeholt auf Hillegeist. Dahinter Witzmann und Alisch, die beiden Teamkollegen. Die bleiben in der Reihenfolge. Gründel haben wir auf der 6. Position. Chris Schneider, wie gesagt, mit der Strafe dürfte nochmal, ja, 2 Positionen auf jeden Fall verlieren. Dann haben wir Lukas Hunter offiziell momentan. Noch dahinter Philipp Noack. Ja, leider nur auf der dann 8. Position. Hatte leider ja eben den Fehler und dann die Berührung vorhin hier in Kurve 1-2. Max Ohlinger rettet sich mit 1,8 Sekunden vor Krehling auf der 11. Michael Schneider kommt über die Linie im Honda auf der 12. Phil Bartel konnte da doch nicht mehr angreifen auf der 13. Kurt Hassel haben wir auf der 14. Position. Markus Spielberg holt sich auch nochmal einen Punkt ab. Den begleiten wir jetzt hier nochmal durch die Schikane. Der 202er Porsche auf der 15. Position. Schnellste Runde müsste Hillegeist immer noch haben. Also da hat er, wie gesagt, den Punkt auch mitgenommen. Dann Daniela, Apollo Motorsport. Ja, gut nach vorne gekommen. 4 Positionen immerhin. Haben wir jetzt nicht in so vielen Zweikämpfen gesehen. Linz Live hätte nochmal angreifen können, sicherlich. Den sehen wir dahinter. Hat aber da irgendwie, ja, einen komischen Abflug gehabt. Auf der 17. Position. André Kirch, der ist schon im Ziel, auf der 18. Ja, da lief es heute irgendwie nicht so gut. 2 Minuten 5 ist er jetzt nochmal gefahren. Und dann haben wir hier Lukas leider, ja, nach der Kollision mit dem BMW nicht mehr dabei. So wie, ja, ein paar andere Autos auch. 22 waren es ja, glaube ich, am Start. 18 sind dann am Ende ins Ziel gekommen. Wir gehen nochmal ganz kurz ins Studio und dann raiden wir mal weiter, würde ich sagen. So. Da. Ja. Was? Hat noch einer Strafe bekommen?
Oh, Husfeld noch 5 Sekunden, sehe ich Schneider 10. Daniel Müller eine DT. Ja, Husfeld hat tatsächlich nochmal 5 Sekunden bekommen. Das heißt, Gründel müsste dann auf die 5 gegangen sein. Ja, müssten eigentlich nochmal tauschen. Ja, keine Ahnung. Wird seine Richtigkeit haben oder auch nicht? Das wird man dann ja, irgendwie noch besprechen, denke ich mal. So, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Ich weiß schon, wohin wir gehen. Ja, hier wird noch gefahren, sehr gut. Ansonsten, ja, der erste Broadcast dieses Jahr war an sich ein schönes Rennen, zumindest am Anfang. Kein Unfall gehabt. Wir hatten eine schöne Vierergruppe am Anfang. Dann leider die Kollision gehabt auf 3 und 4. Dann, ja, Husfeld leider auf der 2 sich weggedreht. Am Ende noch ein paar Ausflüge gehabt, auch noch ein paar kleine Kontakte. In der 130R haben wir es leider auch gesehen. Aber hat sich in Grenzen gehalten, haben wir schon an anderer Stelle schlimmer gesehen. War aber doch hier und da sehr spannend. Nächste Woche, wie gesagt, geht's weiter mit Laguna Seca. Auch keine einfache Strecke hier. Da wird es auch, glaube ich, ein bisschen mehr krachen. Vor allem die Wurstköps auf den Apex sind da doch sehr, sehr aggressiv hier. Und Schmutz und danke für dein Follow. So, wir gehen nochmal zu LFM rüber, zu Zappi. Der hat noch ein paar Minuten Rennaction für euch hier auf, wo sind sie? Brands Hatch gerade unterwegs. Oh, da auch gerade ein Unfall, sehe ich gerade. Also, da gehen wir nochmal rüber. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Nächsten Montag geht es dann bei RLE weiter, wie gesagt, auf Laguna Seca. Morgen gibt es dann wieder ein bisschen LFM-Action, GT4s und GT3s. Mittwoch wahrscheinlich Pro Series. Moin Dani, hat leider wieder nicht für einen Punkt heute gereicht. Aber immer gut nach vorne gekommen. Ja, wie gesagt, dann Mittwoch Pro Series, Donnerstag wahrscheinlich auch wieder LFM, also wieder ganz, ganz viel Broadcasting. Und ja, wir gehen nochmal zu Zappi rüber für die letzten Minuten, dann 9 Minuten auf Brands Hatch. Habt noch einen schönen Abend und wenn ihr mögt, dann morgen 19 Uhr geht's dann weiter bei LFM. Und bis dann. Ciao, ciao.